Schönen guten Abend. Im Namen der Gruppe Kritik und Intervention. Die Frage, mit der dieses Podium angekündigt wurde, ist bewusst einfach gewählt. Sie zielt auf eine allgemeine Bestandsaufnahme ab. Was heißt hier eigentlich wir, ist die trotzige Nachfrage auf die selbstvergewissernde nationale Boniertheit, die immer dann von wir spricht, wenn entgegengesetzte Interessen unterwegs sind. Kein Gewerkschaftsfunktionär oder Arbeitgeberpräsident fällt ein besseres Argument zur Rechtfertigung seiner Interessen ein, als dass es dem Allgemeinwohl und dem Standort Deutschland zugutekomme. Deswegen rufen Gewerkschaftler hierzulande auch nie zum Generalstreik auf, wenn das Gemeinwesen mal wieder zu ihren Lasten wirtschaftet, sondern sie sammeln sich höchstens hinter sozialpartnerschaftlichen Slogans wie "Wir sind Opel". Nationalismus ist aber nicht nur Burgfriedenideologie, mit der sich die verschiedenen Klassen eine friedliche Koexistenz versprechen. Besonders in Deutschland weiß man, dass Deutschsein auch 66 Jahre nach der Kapitulation des Hitlerfaschismus immer noch etwas mit Blut und Boden zu tun hat. Das belegen zum einen die hohen Opferzahlen rassistischer Gewalt seit der deutschen Einheit und dem damit verstärkten Nationalismus und zum anderen die immer noch anhaltenden rassistischen Diskussionen um die Integration von als nicht deutsch Deklassierten. Nationalismus ist im Jahr 21 nach der deutschen Einheit jedoch nicht mehr ausschließlich die Sache von rechts außen, wenn er das überhaupt jemals war. Der normaldeutsche Nationalist, das heißt der Nationalist, der seinen Patriotismus aus den ganzen reellen Erfolgen seiner Nation auf dem Weltmarkt schöpft, hat ein kritisches Verhältnis zu Deutschland und seiner Geschichte. Er befürwortet Kriege nicht trotz, sondern wegen Auschwitz und will Israel aus historischer Verantwortung ein besonders guter Partner sein. Weil er aber weiß, dass er als Deutscher allein keine große Nummer in der Welt wäre, versteht er sich als Europäer oder er kehrt diese Abhängigkeit von Europa ins Negative um und sieht den Erfolgsweg Deutschlands durch Europa behindert. Dass Deutschland also nach wie vor kein Grund zum Feiern ist, soll heute Abend klar werden. Um die Fragen der deutschen Besonderheiten, der Vermittlung des Nationalismus bei den Bürgern und dem durch die Europäische Union entstandenen Bezugsrahmen für deutsche Großmachtsfantasien zu diskutieren, haben wir heute Abend Renate Dillmann, Ilka Schröder und Thomas Ebermann eingeladen. Renate ist Redaktionsmitglied beim Gegenstandpunkt. Sie hat 2009 das Buch China, ein Lehrstück über alten und neuen Imperialismus, einen sozialistischen Gegenentwurf und seine Fehler, die Geburt einer kapitalistischen Gesellschaft und den Aufstieg einer neuen Großmacht geschrieben, herausgegeben. Ilka schreibt für konkret Jungle World Phase 2. Sie war 1999 bis 2004 im Europäischen Parlament als Abgeordnete und hat 2004 im Konkretverlag ihr Buch Weltmacht Europa, Hauptstadt Berlin veröffentlicht. Thomas schreibt für Konkret und ist momentan vor allen Dingen mit satirischen Lesungen zusammen mit Rainer Trampert unterwegs. Am Montag dieser Woche war er auch hier. Und ich würde euch erstmal bitten, vielleicht erstmal ein kurzes Statement zu geben. Thomas, du sollst anfangen zu Nationalismus, nationale Identität, vor allen Dingen hier in Deutschland. Welche Besonderheiten gibt es und Nationalismus im Allgemeinen, wie lässt der sich erklären und kritisieren? Ich fange an mit der Feststellung, dass das offene Bekenntnis zum Nationalismus in den Jahren 89, 90 und folgende explosionsartig angewachsen ist in Deutschland. Bis dahin gab es sowas wie ein Verbot zu tun, was man will. Das nannte sich begrenzte nationale Souveränität. Und ein unausgesprochenes Verbot, so zu reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist, das nannte man informelle Umerziehung. Das hatte so komische, das kann man sehr gut nachvollziehen an der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das ist
sozusagen immer transportiert wurde, wir müssen Sachen beschließen, die wir so eigentlich gar nicht meinen. Besonders ausgeprägt ist das etwa in der Begründung Konrad Adenauers zur Wiedergutmachungszahlung gegenüber Israel. Sein stärkstes Argument war, wenn wir das nicht tun, sind unsere Aufpasser, die Vereinigten Staaten, mit uns nicht zufrieden. Das Weltjudentum, hat er auf Kölsch gesagt, ist eine große Macht. Bedenken Sie das bei Ihrer Entscheidung. Oder auch bei den großen Debatten um die Verjährbarkeit oder Nichtverjährbarkeit nationalsozialistischer Verbrechen spielt eine überragende Rolle das Argument, unser Ansehen im Ausland verbietet uns die eigentlich gewünschte Verjährbarkeit ins Werk zu setzen. Man war also irgendwie verdruckst und wie alle Verdrucksten hat man zugleich aus diesem wir dürfen ja nicht richtig eine Tugend gemacht. Die Tugend lautet dann ja immer, wir wollen auch gar nicht. Das heißt, man hat sich gefeiert für diese drei großen Momente, die man im Alltagsleben sozusagen als Lehre aus dem Nationalsozialismus angeboten bekam, erzeugt durch die begrenzte oder amputierte nationale Souveränität. Das heißt, erstens, man durfte nicht gemäß der eigenen ökonomischen Stärke, militärischen Potenziale und Interessen kriegerisch agieren, wie es das Potenzial ermöglicht hätte. Stand in der Verfassung, was man nicht darf und man durfte logistisch unterstützen und alles Mögliche, aber Deutschland war unangemessen seiner ökonomischen Stärke keine kriegsführende Nation. Das hat man so ein bisschen idealisiert, dass das eine große Lehre sei. Zweitens hatte Deutschland ein vergleichsweise offenes Asylrecht. Auch das war angeboten als Lehre aus dem Nationalsozialismus. Viele Menschen, die vom Nationalsozialismus und seinen Verbündeten hätten fliehen können, haben kein Asyl bekommen. Deswegen müssen wir dies einigermaßen besser gestalten. Und das Dritte war für mich besonders lebendig in Erinnerung. In Deutschland gibt es keine Form von Zwangsarbeit, also keine direkte Kausalität zwischen dem Empfang staatlicher Alimentation und dem Ableisten von irgendeiner, nicht im normalen Wirtschaftsgefüge, sondern im zweiten Arbeitsmarkt sich befindenden Leistung. Wenn da kleine Verstöße nachgewiesen wurden in meiner Zeit, als ich in Parlamenten rumgeturnt bin, wurde vehement zurückgewiesen, dass dies irgendeinen Zwangscharakter habe. Diese drei Sachen sind mit dem Erlangen der nationalen Souveränität abgeräumt worden. Das war die Prognostik der Gegner der deutschen Wiedervereinigung oder der Nie-Wieder-Deutschland-Kampagne und das ist eingetreten. Man muss ja auch mal sagen, was eingetreten ist und sich nicht reduzieren lassen auf zwei, drei vielleicht zu alarmistische Vokabeln wie der vom Vierten Reich, sondern im Großen und Ganzen sind Dinge passiert, die bis dahin schwer vorstellbar waren. Seit Mitte der 80er Jahre ungefähr hatten wir eine Debatte, dass es den Deutschen an Nationalstolz und Nationalbewusstsein mangele, sehr vorangetrieben von der damaligen Regierung oder vom Allensbacher Institut, dass es den Deutschen, dass ihnen zu viel Wirtschaftspatriotismus und Stolz auf die D-Mark und sowas eigen sei, dass sie zu sehr auf Selbstverwirklichung aus seien und ihnen aber die über das Nationalgefühl ermöglichte Opferbereitschaft für den Standort Mangel. Daraus sind zwei Schulen sozusagen erwachsen. Wie immer, wenn die bürgerliche Welt blöd ist, bietet sie ja Alternativen an, den zu beugen, einen ja schon dumm macht. Also es entsprang eine Debatte um die Notwendigkeit des Verfassungspatriotismus.
aus der Habermas-Ecke vorgetragen als Gegnerschaft zum deutschen Blutsnationalismus, aber trotzdem vorgetragen als Anliegen, den mangelnden Patriotismus zu beseitigen. Und es gab die Historikerdebatte mit der klaren Ausrichtung, es muss wieder möglich sein, durch die Geschichtsschreibung das, was ja zu jedem Patriotismus gehört, im Großen und Ganzen stolz auf die eigene Geschichte zu sein, zu ermöglichen. Deswegen musste dieser uns vielleicht überfallende, mordende Feind Bolschewismus kreiert werden und der Nationalsozialismus als Abwehrhaltung und Handlung gegen eben diesen ursächlich verharmlost und gefälscht werden. Diese beiden Ansätze liegen also als theoretische oder Mediendiskurse durchaus vor 89, 90 und das explodiert in einem Ausmaß, dass man überhaupt nur sagen kann, sowas haben wir bis dahin nicht gesehen. Also diese Leute, die auch noch selbst Auskunft geben durch das immer wieder Rufen des Wortes Wahnsinn, sind sozusagen allgegenwärtig und es kommt zu diesen großen Demonstrationen für Deutschland. Ich sehe zum ersten Mal das Ausmaß solcher Fahnenmeere, denn eingebettet in diese begrenzte nationale Souveränität war ja in jedem Lebensbereich eine Art komisches, verdruckstes Bemühen, nicht zu euphorisch, patriotisch, nationalistisch zu reden. Wenn ihr mal verstehen wollt, was ich damit sagen will, wenn man sich einfach eine Fußballbegegnung des Jahres 74 bei der Weltmeisterschaft nochmal anguckt, so ist der Kommentator sichtlich bemüht und quält sich damit, so zu tun, als kommentiere er sachlich ein Spiel und ist gar nicht, darf gar nicht wild werden, wenn die Deutschen Tore schießen und gar nicht richtig traurig sein, wenn sie eins einfangen. Das alles bricht sozusagen diese Attitüde oder diese Haltung zusammen und es kommt zu dieser ja durch die Parole, wir sind ein Volk, angelegten Sieg, vielleicht sagt ihr nachher vorübergehenden Sieg, das muss der Debatte vorbehalten sein, des völkischen Nationalismus im Bewusstsein der Deutschen, wie sich zum Beispiel in der Parole, wir sind ein Volk, aber natürlich auch schon in der Parole, wir sind das Volk, was ja durch die Schorlemmers dieser Welt als große Differenz aufgemacht wird, stattfindet. Wenn wir ein Volk oder das Volk sind, bedeutet, dass man sucht, wer nicht dazugehört und macht den nieder. Deutsche Wiedervereinigung ist also untrennbar verbunden, richtig untrennbar verbunden mit den Ereignissen, sagen wir, in Rostock-Lichtenhagen oder Hoyerswerda, mit dem Abfackeln von Ausländerwohnheimen und so weiter. Denn per Definition sind die ja nicht Zugehörige des Terminus ein Volk. Das erschreckt uns und in dieser Zeit ist deswegen auch festzustellen, dass wir die Worte antideutsch und antinational nahezu synonym verwenden. Ich habe in meiner damaligen Publizistik nachgeguckt. Ich würde sagen, oft war das Wort mir fast gleichgültig. Das hat damit zu tun, dass die Welt sich damals ja nach deutscher Ideologie zu strukturieren schien. Der ganze Zerfall von Staaten des ehemaligen Ostblocks geschieht ja nach völkischen Kriterien. Man lernt Ethnien kennen, von denen man, obwohl ich da schon hoch in der 40 war, nicht wusste, dass die existieren. Man lernt gefälschte Nationalgeschichte von Transnistrien oder sowas kennen und jedenfalls diese alles überragende Botschaft lautet, unter der zwei Sachverhalte seien unnatürlich. Wenn die Masse eines Volkes die Grenzen eines Staates überschreitet,
dann hat dieses Volk, ich spreche das alles in Anführungszeichen, einen legitimen Anspruch, seinen Staat zu vergrößern. Sollte rauskommen, dass ein Staat von mehreren Ethnien oder wie man so sagt, Völkern bewohnt wird, dann kann man blind darauf tippen, es muss sich um ein Völkergefängnis handeln, das dringend der Befreiung in Volkstanzgruppen bedarf. So zerfällt Jugoslawien, so zerfällt die Sowjetunion, so weiß ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass es Usbekistan überhaupt gibt. Auch von Weißrussland war ich bis dahin nicht informiert. Das hat aber eine so reale, so gewaltige Kraft, dass zwei Sachen zusammenkommen. Der deutsch-völkische Nationalismus und die Strukturierung, die außenpolitisch berechnende Strukturierung ganzer Regionen, um an diesen Hebel des Völkischen anzusetzen. Der Nationalismus greift um sich. In einer einzigartigen Kombination von Elite und Mob wird zum Beispiel den Brandstiftern von Rostock-Lichtenhagen und ihren Sympathisanten zugesprochen, dass sie auf einen tatsächlichen Mangel staatlicher Politik hinweisen und man deswegen das Asylrecht ja faktisch abschaffen müsse. Der Nationalismus ist ja etwas, was einerseits verrückte, wahnhafte Sehnsüchte von Menschen ausdrückt und andererseits täglich erneuert werden muss. Also es bedarf einer enormen Ich-Stärke, um sich überhaupt dagegen zu wehren. Die tägliche Parteiergreifung bei der Kommentierung jeden Ereignisses abzuwehren. Das geht in Ereignisse ein, dass man einfach sagen kann, Menschen gucken sich etwas nur an aus nationalistischen Gründen und nicht, weil sie der Vorgang interessiert. Also kein Mensch guckt objektiv zum Beispiel freiwillig Biathlon. Das kann man nicht freiwillig gucken. Das kann man nur gucken, weil man den Deutschen die Daumen drücken möchte. Das kann kein Grund darüber hinausgehen. Und die Einschaltquoten beim Tennis sind um 98%, also von 100 auf 2% gesunken, als es keine deutschen Sieger mehr gab. Die Leute sagen von sich, sie seien Tennisfreunde, aber dann müssten sie ja auch gucken, wenn Nadal gegen Federer spielt. Tun sie aber nicht. Tennis interessiert sie nicht. Die brauchen diese Reporteraufforderung, dass man jetzt tüchtig die Daumen drücken muss, weil, sagen wir, der Kanu-Vierer eine Luftkasten vorne liegt oder so. Was wäre das nicht, ginge das alles gar nicht. Dieser Nationalismus hat eine Allgegenwart. Wir müssen beim Prix de Revision irgendeiner, die nicht singen kann, die Daumen drücken und so weiter. Es ist sozusagen eine unheimliche Stärke erforderlich, um überhaupt die Frage zu stellen, warum soll ich das überhaupt? Was hat es überhaupt mit meinem Leben zu tun, wer da gewinnt und verliert? Das hat mehrere Gründe. Ich glaube, wir sollten die materiellen Gründe, und im ersten Zug darf man das, glaube ich, schematisch, nachher werden wir wahrscheinlich etwas verwickelter, die materiellen Gründe von den psychosozialen Bedürfnissen etwas schematisch einmal trennen. Natürlich leben wir in einer Welt der Weltmarktkonkurrenz. Staaten und nicht die Globalisierung gehen mit Ökonomien, die sie versuchen zu gestalten, wie es sich für einen ideellen Gesamtkapitalisten gehört, aufeinander zu und versuchen einen Reichtumstransfer vom einen staatlichen Territorium auf das andere. Das gewöhnliche Wort dafür ist zum Beispiel Exportüberschuss. Dies ist ein Kampf, dem unterstellt wird, dass der Unterlegene zu Recht ruiniert wird oder wie heute die Formel dafür ist, über seine Verhältnisse gelebt habe. Dass in Deutschland das Wort Globalisierung so beliebt und Weltmarktkonkurrenz so unbeliebt ist, hat vielleicht sogar mit der moralisch klingenden Kategorie zu tun, dass man bei Globalisierung Deutschland so schön als Opfer anonymer Finanzmärkte und wie die antisemitischen Stereotype so lauten stilisieren kann, während bei Weltmarktkonkurrenz käme man nicht dran vorbei, dass Deutschland ein Täter ist.
Mir ist die Problematik der beiden moralischen Begriffe in diesem Moment bewusst. In dieser Weltmarktkonkurrenz, die entschieden wird, nicht daran, wie patriotisch die Leute fühlen oder sowas, sondern die entschieden wird nach Grenze von der Produktivität, also nach der Frage der richtigen organischen Zusammensetzung des Kapitals, nach der Frage der Infrastruktur des Bildungssystems, nach der Frage der Maschinenlaufzeit, nach der Frage des Einsatzes neuester Technologien und so weiter. Der richtigen Organisation einer modernen kapitalistischen Ökonomie. Also diese Frage hat etwas damit zu tun, ob man graduell, und ich betone sehr das Wort graduell, ein bisschen besser oder schlechter leben kann. In einer Nation zu leben, die auf dem Weltmarkt siegreich ist, eröffnet einige untergeordnete Faktoren. Wir können also nicht nur sagen, auf dem Weltmarkt siegen, hat gar nichts mit dem Lebensstandard der unteren Klassen der Gesellschaft zu tun. Freilich ist etwas gebrochen in Deutschland. Gebrochen ist das alte, die Gesellschaft mal zusammenhaltende, das Modell Deutschland ausmachende Versprechen, dass der Sieg auf dem Weltmarkt zu wachsenden konsumtiven Möglichkeiten, dass sozialer Friede, Arbeitsamkeit, Pünktlichkeit und so weiter dazu führt, dass die konsumtiven Möglichkeiten oder wie der Volksmund sagt, der Wohlstand wachse. Seit ungefähr 15 Jahren kann man sagen, dieses Versprechen ist nicht mehr in der Welt. Die Siege Deutschlands auf dem Weltmarkt oder wie Frau Merkel sagt, wir müssen aus der Krise gestärkt hervorgehen, führt nicht mehr dazu, dass es den unteren Schichten der Gesellschaft dadurch auch besser geht, dass sozusagen ein klassischer Gedanke des Marxismus-Leninismus, dass daraus eine große, die konsumtiven Gewohnheiten in der unteren Klassen der Gesellschaft in erfolgreich imperialistischen Nationen mitbestimmende Arbeiteraristokratie auftritt. Wir wissen, dass auf allen Gebieten Rentenerwartung, Gesundheitsversorgung, prekäre Arbeit und so weiter die konsumtiven Möglichkeiten drastisch gesunken sind und die billigste und wahrhaftigste Prognose, die ich heute mal abgeben werde, ist selbstverständlich, wird auch die Lebenserwartung in nächster Zeit sinken. Das bringt die Scheiße so mit sich. Der Nationalismus ist also stärker als in der Zeit, als die Deutschen, sagen wir, die Italiener ausgelacht haben mit dem Argument, wir sind fleißig, die streiken ihre Wirtschaft kaputt. Wir haben da was von und die kommen nicht voran, ist also viel stärker erkennbar als Nationalismus ist die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Nationalismus ist die Bereitschaft, seine eigene Ambition zu relativieren an der Notwendigkeit der Nation, des Staates oder eben des Standortes, wie es auch oft heißt. Diese Verzichtsbereitschaft, dieses, was ja am zugespitztesten zum Ausdruck kommt, etwa in dem Gelöbnis, das Soldaten ablegen, wenn sie vereidigt werden, ihr eigenes Leben geringer zu schätzen als die Notwendigkeiten Deutschlands. Oder wie das in dem Kriegerdenkmal bei uns in Hamburg am Dammtorbahnhof heißt, Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Diese zugespitzteste Form, ich bin bereit fürs Vaterland zu sterben, ist natürlich nicht allgegenwärtig im Bewusstsein der Leute, aber der Nationalismus birgt über das Opfer, was zu bringen ist, was jeden Tag mitgeteilt wird, diesen letztinstanzlichen Gedanken in sich. Warum, und damit will ich im ersten Beitrag aufhören, warum finden das Menschen trotzdem attraktiv? Warum erreicht die das? Ich meine jetzt, warum erreicht die das neben dem, was ich vorhin gesagt habe, den manipulativen Effekten der Selbstverständlichkeit, der Reflexion, wie schwer das ist, zur Arbeit zu gehen und Deutschland hat ein entscheidendes Spiel gegen Italien verloren oder man hat den Film Die Helden von Bern gesehen
Und einfach zu sagen, das fand ich langweilig oder scheiße, dafür braucht man ja eine unglaubliche Ich-Stärke, weil man kann dann ja kaum noch existieren. Es ist ja bedrohlicher, einen deutschen Sieg nicht zu begrüßen, als beim Ententanz nicht mitzumachen auf dem Schützenfest. Darüber hinaus muss es aber eine Sehnsucht geben. Eine Sehnsucht, die in gewisser Weise die religiösen Sehnsüchte der vorkapitalistischen Zeit abgelöst haben. Ich glaube, das ist zutreffend. Ich glaube, die Menschen ahnen, ich will nicht sagen wissen, aber ahnen, dass sie in der Gesellschaft, so wie sie verfasst ist, jederzeit auswechselbare Werkzeuge zur Steigerung der Produktivität oder kleine Rädchen im Getriebe sind. Jeder, der entlassen wird, wird durch jemanden gleicher Qualität ersetzt. Und letztinstanzlich ist es so, wenn man stirbt, wird man verscharrt. Es steht noch einmal, bis man eine Lücke gerissen hat und es ist scheißegal. Das heißt, diese Sehnsucht, die die Menschen ja auch ausleben, in dem Glauben, ihr Hobby sei wahnsinnig individuell oder sie wissen ganz genau, wie man den Partner findet, mit dem man Einzigartiges erlebt oder diese Kennerschaft von Hobbys oder diese Kennerschaft, wie man als kritischer Konsument nicht betrogen wird, dieses, was einen ja umzingelt in dieser Welt, alle wissen über alles besser Bescheid als ich. Welches Telefongesellschaft man nehmen soll und welcher Joghurt meiner Durchblutung förderlich ist und so. Diese sehr vergebliche Suche danach, dass es doch nicht alles so trostlos ist, wie es ist, wissen die Menschen auch ein bisschen, das stimmt nicht. Die Nation ist das Versprechen über den eigenen Tod hinaus an etwas Großen, Überzeitlichem, nicht so sinnlos und nichtig wie die eigene Existenz sein, teilzuhaben. Das ist der Hintergrund der lustigen Konstrukte, die Nation möglichst ewig erscheinen zu lassen. Ihr wisst, das ist eigentlich Gegenstand von wunderbaren Witzen, ob es jetzt der Teutoburger Wald war und der Hermann oder doch lieber die goldene Bulle, ob die englischen Adligen, die da irgendeinen Pakt geschlossen haben, wirklich 1300 und Kruch England gegründet haben und so weiter und so weiter. Das heißt, jede Nationalgeschichte ist Lüge, hat aber den Zweck, den Menschen zu suggerieren, hier bist du Bestandteil etwas ganz Ewigen, Natürlichen, Überzeitlichen. Und dein Leben ist nicht vergeblich, vielleicht auf dein Subjekt, auf dich bezogen schon, aber nicht auf das Überleben der Nation. Dieser Rhythmus, diese Sehnsucht, ich habe doch nicht für nichts gelebt, sondern bin Bestandteil etwas Größeren, ist für mich der emotionale oder sozialpsychologische Kern des Hoffens, im trostlosen Alltag doch einem Größeren anzugehören. Wie leicht der dann zu instrumentalisieren ist zur Opferbereitschaft, wie leicht das dann möglich ist, den Leuten beizubringen, dass wir umzingelt sind von einer feindlichen Welt, über die ja häufig realistisch Auskunft gegeben wird, und wir in diesem Film gleichzeitig ganz andere Motive haben, das hat eine Allgegenwart. Also man muss nur einmal Phoenix-Runde gucken, dann wird erzählt, die chinesischen Angebote, Europa zu helfen, sind gar nicht selbstlos. Und alle sagen auch irgendwie was Vernünftiges, was die Chinesen da so im Kopf haben, dass sie auch daran denken müssen, den Dollar nicht zu sehr zu schwächen, und deswegen können sie nicht einfach so in den Euro abhauen, weil dann würden sie einen Teil ihrer Devisenreserven verschleudern, dass sie aber auch ein Interesse daran haben, dass das Weltgeld nicht der Euro, der Dollar bleibt und deswegen geneigt sind, in Europa zu investieren. Es werden lauter Interessen
ziemlich nüchtern referiert. Man kann sich informieren, wie gemein der Russe mit den Pipelines ist und dass das Problem der Durchleitung durch die Ukraine ein wirkliches Problem ist. Und überall wird ein Interesse artikuliert, nur die eigene Nation steht sozusagen immer im Gegenzug zum interesselosen Pro Bonum. Dies nimmt der Nationalist entgegen, der Verfassungspatriot ebenso wie der völkische Nationalist, und konstruiert sich somit, dass er als Untertan seiner Nation, als verzichtsbereiter Untertan seiner Nation, der Welt allerlei Gratifikation angedeihen lässt. Das heißt nicht mehr, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ist aber strukturell die Verwirklichung dieses trostlosen Zustands. Wir werden also, mutmaße ich mal, wenn wir darauf hoffen, dass in der Gesellschaft wieder ein Bewusstsein entsteht, dass sie in Klassen gespalten ist, dass sie von Interessen geleitet ist, nicht ganz unwesentlich daran arbeiten müssen, dass Millionen von Deutschen sich vor ihrer eigenen Idiotie erschrecken und ihren Nationalismus aufgeben. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir da Erfolge haben, aber die Aufgabe ist unumgehbar. Ja, danke dafür erstmal. Ich gebe die Frage direkt weiter an Ilka. Danke. Ich habe den Eindruck, in der Kürze des Eingangsstatements kann ich das nicht alles ausformulieren, was ich sagen will. Ich bitte das also als eine Art mündliches Thesenpapier zu verstehen und hoffe, dass wir in der Diskussion dann die Fragen, die aufkommen, klären können. Zum Einstieg ein kurzes Zitat von Bundespräsident Christian Wulff vom 3. Oktober letzten Jahres. Deutschland, einig Vaterland, das heißt, unsere Verfassung und die in ihr festgeschriebenen Werte zu achten und zu schützen. Er zählt dann diese Werte auf und sagt, was das heißt. Sich an unsere gemeinsamen Regeln zu halten und unsere Art zu leben, zu akzeptieren. Wer das nicht tut, der unser Land und seine Werte verachtet, muss mit entschlossener Gegenwehr aller rechnen. Wulff greift hier das nationale Wir auf, das so selbstverständlich und durchgesetzt gut geheißen wird. Bei aller Beschwörung der deutschen Gemeinsamkeiten spricht Wulff aber auch aus, was an dieser Zugehörigkeit hängt. Alle, die keine Lust haben aufs Mitmachen, sondern wie auch immer geartete andere Pläne verfolgen, sind ganz und gar nicht willkommen. In diesem realistischen wie bedrohlichen Szenario wird schon mal eins deutlich. Die in linken Kreisen besonders beliebte Kritik daran, dass die Nation ausschließe und lauter Menschen im In- und Ausland die deutsche Staatsbürgerschaft vorenthalte, übersieht im besten Fall den Kern des Nationalen. Die meisten Kritiker allerdings halten vom Nationalstaat nicht eben wenig. Dabei ist es keine Frage, die Abschottung Deutschlands, die sich an den Außengrenzen der EU abspielt, liefert täglich Tote und ist eine ziemlich grausame Angelegenheit. Aber auch wenn der Einschluss, also das Staatsbürgerdasein, selten so unmittelbar den Tod bedeutet, sollte man die Härte, die an diesem Einschluss hängt, nicht unterschätzen. Denn das, was den Individuen mit deutschem Pass aufgebürdet wird, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Das Erste, was den Leuten da vielleicht in Sinn kommt, ist sowas wie ein Mehr an Konsumfähigkeit, den man dann im Westen, zu dem man potenziell Zugang hat. Der ist ja tatsächlich da, aber auch das ist eben nur ein notwendiges, aber ein Abfallprodukt kapitalistischer Ökonomie. Und als solches analysiert, fällt dann auch das ganze Kompliment für eben diesen nationalen Einschluss hinten runter. Zuerst einmal unterscheidet sich dieser Einschluss in das nationale Wir wesentlich von der Zusammenkunft anderer Vereine, wie zum Beispiel Kaninchenzüchtervereinen oder des veganen Kochclubs. Man ist nicht freiwillig Mitglied, sondern gehört wenigstens als Kind deutscher Eltern sowieso schon mal dazu. Und das ist übrigens auch überhaupt nicht anders in den USA oder Frankreich. Diese Mitgliedschaft erlässt der Staat, der die Spielregeln festlegt, wie er seine Pässe verteilt, wen er also zu seinen Staatsbürgern erklärt. Das mag lapidar klingen, aber an dieser Feststellung hängt doch so einiges. Denn Nationalisten durch die Bank weg
wollen den Grund für die Zugehörigkeit zur Nation ganz woanders als in der Entscheidung eines Gewaltapparates sehen. Welcher genau der Grund ist, darüber sind sie sich nicht einig, aber in der Erbärmlichkeit der Erklärung nehmen sie sich nichts. Waschechte Nazis bleiben, das hast du auch schon erwähnt, beim schlechten alten Blut und Boden, also der biologistischen Variante. Die Deutschen gehörten qua Abstammung zusammen. Der größte Teil der hiesigen Nationalisten bezieht sich aber auf die vermeintlich so gemeinsame Kultur, Sprache und oder die Geschichte. Als dritte gängige Variante, auch schon erwähnt, gibt es noch den Verfassungspatriotismus. Damit ist eine irgendwie von allen oder wenigstens den meisten ein gemeinsames, geteiltes politisches Programm, zum Beispiel das Grundgesetz gemeint. Am vergangenen Montag vertrat bei den offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit das prominent der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Diese Begründungen sind seit einem knappen Jahrhundert aus verschiedenen Richtungen widerlegt. Eine richtig vernünftige Kritik setzt sich meines Erachtens aus drei Argumenten zusammen. Erstens besteht in diesen Punkten überhaupt nicht notwendig Einheit oder Einigkeit zwischen den Mitgliedern einer Nation oder auch nur der Mehrheit. Zweitens ist das, was dann hegemonial oder weit verbreitet ist, fast immer erst seit der Staatsgründung, zumindest in der Form und der Allgemeingültigkeit, in der Allgemeinheit gültig. Daraus ergibt sich, dass das, was größtenteils Folge staatlicher Politik ist, nicht gleichzeitig der Grund für die Nation, also für ihre Gründung und ihr Bestehen sein kann. Und drittens schließlich würde aus diesen wahrgemachten oder behaupteten Gemeinsamkeiten noch lange nicht hervorgehen, warum dann nicht einfach jeder alleine oder mit anderen seiner Sprache, seinem kulturellen Geschmack oder einem Geschichtsinteresse nachgehen kann. Eine Nation lässt sich daraus notwendig noch lange nicht begründen. Und nach etwas genauerer Analyse lässt sich unschwer erkennen, dass hier der Wunsch, die nationalen Gemeinsamkeiten zu begründen, Vater des Gedanken war, aber die Realität bürgerlicher Nationalstaaten damit überhaupt nicht erklärt ist. Eines aber ist durchaus dran an diesen Überlegungen. Durch das Zusammengefasstsein in einer Nation, das staatliche Herstellen einer gemeinsamen Sprache, zum Beispiel durch Schulpflicht und entsprechenden Lehrinhalt, durch die Entwicklung dessen, was als deutsche Geschichte gilt, die Förderung aller möglichen Kultur als Deutsche, erlangt diese Idee sehr wohl materielle Gewalt. Dabei ist es aber das eine, von Staats wegen gefördert, proklamiert zu werden, zu etwas Deutschem erklärt zu werden. Und etwas anderes, zweites, dass sich das viele Menschen tatsächlich zu eigen machen. Die Wahl, dabei zu sein, Deutscher zu sein, hat man in der Regel nicht. Aber warum bei so vielen aus dieser Zwangszuteilung die Affirmation ihrer Nation wird, das bleibt in der Tat noch zu erklären. Dazu noch mal ein Umweg über den Staat. Der erklärt Menschen also zu Deutschen, über die er dann regieren, also die er dann beherrschen kann. Das ist in der bürgerlichen Gesellschaft gar nicht so offensichtlich, denn hier gelten zuallererst Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Das heißt, Menschen erscheinen nicht vor allem beherrscht, sondern sie sollen ja tatsächlich losgehen und ihre Interessen verfolgen. Dass das im Rahmen der bestehenden kapitalistischen Ordnung zu passieren hat, macht sie in der Tat zu Konkurrenzsubjekten. Als Arbeiter, als Kapitalist, aber auch innerhalb der Klassen. Es bleibt aber nicht bei einem reinen Gegeneinander dieser Konkurrenzsubjekte. Denn zum geordneten Konkurrieren gehören Gesetze und ihre Einhaltung. Das heißt, der Einzelne ist durch das Eigentum und andere Gesetze eingeschränkt. Er stößt beim Verfolgen seiner Interessen auf eine staatliche Regelung, die immer hilft, ihn aber auch mindestens genauso oft einschränkt. Schließlich soll jeder zwar seine eigenen Interessen verfolgen, sich darin aber wiederum vom Staat nach dessen Gutdünken beschränken lassen. Und das Ganze soll man dann auch noch einsehen. Und das sieht man nur dann ein, wenn man das Dasein als Konkurrenzsubjekt nicht hinterfragt. Dann macht es tatsächlich Sinn, dass man, um sich als Konkurrenzsubjekt zu erhalten, eine vermittelnde, richtende und damit immer auch beschränkende Instanz oder anders gesagt Spielleiter, Regelgeber und Schiedsrichter in einem, dass man das erstens braucht und zweitens bejaht. Und wer dieses Bejahen im Übrigen hinterfragt, kriegt ganz oft an den Konter, wie man sich denn bei diesen ökonomischen Verhältnissen das überhaupt vorstellt, ohne so einen schützenden Staat. Das passiert dann immer unter völliger Absehung bzw. Ignoranz demgegenüber, dass dieser Staat in seinem Werden genau diese Verhältnisse eingerichtet und sie seither aufrechterhält
und die Verhältnisse wiederum ohne den Staat auch gar nicht könnten. Mit dieser Affirmation ist das Konkurrenzsubjekt dann auch Staatsbürger. Einer eben, der sich einen Kopf um das große Ganze macht und seine eigenen Bedürfnisse für das nationale Wohl auch mal zurückstellt. Die bürgerliche Herrschaft beruht wesentlich darauf, dass viele in der Weise mitmachen, sich aktiv beherrschen lassen und so in irgendeiner Weise ein prinzipielles Ja zu den Verhältnissen praktizieren. Und mit dieser Position hat der Staatsbürger einen Freischein ausgestellt, und zwar dem Staat, damit dieser als ideeller Gesamtkapitalist die Konkurrenz am Laufen hält. Deswegen geht aber noch lange nicht alles eigene Interesse im Staatsbürgerdasein auf. Ist ja gerade beschränkt. Klar, die meisten, die Steuern hinterziehen, können einem noch 10 gute Gründe nennen, warum sie ihren Dienst an der Nation schon irgendwie anders geleistet und deswegen nun wirklich kein zweites Mal leiden dürften. Also warum sie sich schon als Staatsbürger quasi das verdient haben, dass sie jetzt nicht auch noch Steuern zahlen müssten. Das heißt, die meisten können noch Gründe nennen, warum ihr eigenes Interesse doch irgendwie das der Nation ist. Aber das heißt nicht, dass da nie ein Konflikt wäre. Das ist in regelmäßiger Reihenform nur beim Faschisten der Fall, wo man tatsächlich als Individuum ausschließlich als Teil des Ganzen von Interesse ist, sich das eigene Interesse dem nationalen Ganz unterzuordnen hat. Das sind also die zwei zentralen Fehlschlüsse eines durchschnittlichen Nationalisten. Erstens das Einsehen in den Staat und seine Funktion, sein einschränkendes Regelwerk. Und zweitens das Ausgehen von lauter tatsächlichen und vorstaatlichen Gemeinsamkeiten aller Beteiligten als Grund für den nationalen Zusammenhang. Und damit ist dann endgültig der Blick auf eine vernünftige Kritik verstellt. Denn wenn zusammen ist, was zusammengehört, und man eh schon als notwendig anerkannt hat, dass man selber und viele andere darunter leiden, dann kann man tatsächlich das nur noch als Angriff verstehen, wenn was vernünftige Kritik leistet. Nämlich erstens über die Gründe aufklären, warum man einer Nation angehört. Qua Zwangszuweisung durch eine staatliche Gewalt. Und ebenso über die Gründe, warum das von vielen auch noch abgefeiert wird und in der Aufgabe der eigenen Bedürfnisse um des nationalen Erfolges willen mündet. Das sind die zwei Wirs, das national Gesetzte, zu dem auch alle prinzipiellen Kritiker gehören, und das ideologisch Besetzte, das selbstbewusste nationale Wir. Also die Seite, die sich jeder Einzelne immer noch zu eigen machen muss. Wenn man so weit ist, dies Allgemeine benannt zu haben, und das scheint mir in der Tat der Knackpunkt für den positiven nationalen Bezug des Einzelnen in der bürgerlichen Welt zu sein, dann kann man sich erstens anschauen, wie die Mythen der Nation in den einzelnen Staaten genau aussehen, welche verschiedenen Spielarten es auch innerhalb der Staaten geben mag. In der Weise stellen alle Staaten und ihre ideologischen Legitimationsvarianten jeweils etwas anderes dar. Aber nicht als Abweichung vom Allgemeinen, sondern als das, wie es dann empirisch jeweils auftritt. In der deutschen Geschichte stellt der Nationalsozialismus eine besonders konsequente Fortsetzung des Prinzips Nation dar. Dass im Nationalsozialismus auch überlegt wurde, mit welchen Mitteln man welche Ziele erreicht und dass dabei zweckrational vorgegangen wurde, scheint mir allerdings nicht der Punkt, sondern am Inhalt lässt sich das festmachen. Es wurde nicht nur Ein- und Ausschluss betrieben, wie in jedem anderen Staat auch, sondern insbesondere der jüdische Ausschluss wurde als absoluter betrieben, die Vernichtung einer ganzen Gruppe sich zum Ziel gesetzt im Namen der Nation. Und das wirkt bis heute fort, in der Tat, und zwar in der Weise, dass der Nationalsozialismus weiterhin Hemmnis für die nationale Identifikation ist. Das liest man in so banalen Sachen ab, wie dem Stöhnen im Geschichtsunterricht, wenn das Thema dann wieder auf der Tagesordnung ist. Außenpolitisch wie innenpolitisch musste damit umgegangen werden. Und da ist Deutschland tatsächlich ein Geniestreich gelungen. Was nunmehr ziemlich global als das größte Übel der Weltgeschichte gilt, Auschwitz, ist in Deutschland inzwischen bei weiten Teilen von konservativ bis links durchgesetzt als Legitimationsgrundlage und Auftrag für unser, in Anführungsstrichen, aktuelles und künftiges stumpf imperialistisches Agieren. Das könnte sich noch als weiterer Exportschlager erweisen, wenn anderen Nationen auch nahegelegt wird, ihre nicht so krasse, aber dennoch mit Menschenverachtung übersäte Geschichte zu reflektieren und dies auch zur Schau zu stellen. Und in diesem Sinne macht man es sich am besten zur Aufgabe, dem Wolf sein einig Vaterland zu vermasseln
und jenen, die noch besonders stolz auf den deutschen Kooperatismus, die deutsche Kultur des politischen Konsens, gerade beim Arbeitskampf von der Fähigkeit zum Kompromiss, sich eigentlich widersprechender Bedürfnisse, die besonders stolz darauf sind, jenen ordentlich in die Suppe zu spucken und gegen diesen Konsens kundzutun, was für ein gewalttätiger und bedürfnisfeindlicher Zusammenhang diese Gesellschaft ist. Da Nationalismus nicht zu knapp Menschen an dieser Erkenntnis hindert, gehört die Kritik am Nationalen ins Standardrepertoire jeder vernünftigen Kritik. Ja, vielen Dank. Okay, jetzt komme ich und muss überlegen, was da zu sagen übrig bleibt. Wir haben uns vorher nicht so richtig abgesprochen und deswegen überschneiden sich jetzt vermutlich auch manche Sachen. Das ist ja nicht das Schlechteste. Ich versuche mal zu erklären, vor der Frage, was ist eigentlich das Besondere, das Deutsche am Nationalismus und der Frage, warum sind die Leute Nationalisten? Als erstes mal, ja, was ist das denn überhaupt, Nationalismus? Was ist denn dieses vielbeschworene nationale Wir? Als erstes gibt es das nationale Wir als das Programm kapitalistischer Nationalstaaten. Die haben sich, das ist jetzt schon mehrmals erwähnt worden, irgendwie ein Territorium eingefriedet. Die haben sich ein Volk, eine Bevölkerung erstmal als die ihre erklärt. Und jetzt gehen sie hin und etablieren auf diesem Territorium ein kapitalistisches Wirtschaftswachstum, das sie nach allen Regeln der Kunst fördern und das sie im Vergleich und in Konkurrenz mit den anderen Staaten, die alle ganz genau dasselbe tun inzwischen auf der Welt, dass sie in Konkurrenz zu denen eben zum Erfolg für sich machen wollen. Da würde ich zu diesem Punkt jetzt erstmal gar nicht viel weiter sagen wollen, sondern nur sagen, das ist erstmal die erste Form, in der das nationale Wir existiert, als das wirkliche, reale Programm dieser Staaten. Jetzt näher daran zu erklären, ist allerdings das zweite nationale Wir, nämlich die Einstellung der Bürger zu diesem Programm ihrer Staaten. Nationalismus ist, das könnte man vielleicht mal in erster Näherung da sagen, die bejahende Einstellung des Volks, der Staatsbürger dieser Staaten zu diesem Programm. Jetzt heißt das allerdings nicht Statismus, sondern Nationalismus. Und daran kann man sich schon eins klar machen. Die Staatswesen mit diesem Programm, Wirtschaftswachstum, kapitalistische Konkurrenz nach außen, die kommen hier gar nicht einfach so vor, wie es sie wirklich konkret gibt, sondern die kommen ein wenig verwandelt vor. Es ist nicht einfach so, dass jemand gut findet, wie der Staat einem in seiner ganzen Konkretheit in der Realität so unterkommt. Das weiß jeder von sich selber auch. Ein Bulle, der einen anhält, den mag eigentlich niemand so richtig. Das Konglomerat von nervigen Vorschriften, an die man sich zu halten hat, die findet jeder lästig. Das Finanzamt, das einem was abknöpft, das mag auch keiner. Die Landesregierung mit oder ohne Studiengebühren und so weiter und so fort, ihr versteht, was ich sagen will, das ist eigentlich nicht das, was sich jemand als was Schönes vorstellt. Umgekehrt ist es. Von all dem mag jemand oder setzt sich jemand ein, will jemand haben, die überhöhte Idee davon. Die Polizei mag niemand. Aber für Ordnung, für Regeln, an die man sich halten muss, da sind noch die allermeisten. Niemand liebt Merkel, Schröder. Seine Regierung, die hält noch der letzte Reaktionär den ganzen Tag lang für kritikabel und hat was zu meckern an ihr. Er hält die Politiker durchweg für korrupt und am Ende werden sie auch alle abgewählt.
Aber die Nation, ja, da machen sich die Leute stark für. Das ist eine Idee, der sie anhängen. Also, das wollte ich jetzt mal als allererstes da festgehalten haben an der Stelle, wenn man über Nation nachdenkt, wenn man national denkt, dann denkt man nicht an das Staatswesen in seiner ganzen, vielleicht schäbigen Wirklichkeit, sondern an ein Ideal von ihm. So, zweitens, was ist denn jetzt der Inhalt dieser Einstellung, wenn die Bürger über ihr Staatswesen in dieser Art nachdenken? Wenn sie zu dieser Gesellschaft wir sagen, wir alle, das große Ganze, was ist dann eigentlich geleistet, gedanklich? Wenn man das sagt, dann hat man aus dieser Gesellschaft den Zwangscharakter getilgt, den sie als Staatswesen hat. Und man hat aus ihr die ökonomischen Gegensätze weggekürzt, in denen die Mitglieder dieser Gesellschaft stehen. Ja, was ist damit gemeint? Im wirklichen Leben, da begegnen sich die Menschen in einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Wie gesagt, die haben wir jetzt hier einfach mal so unterstellt, ohne sie groß weiter zu erklären, mit lauter notwendig gegensätzlichen Interessen. Der Mieter seinem Vermieter, aber eventuell auch anderen Mietern, der Arbeiter seinem Chef. Notwendig gegensätzlich, das heißt, mal an diesem letzten Beispiel aufgezogen, ein Unternehmer will von seiner Arbeitskraft möglichst viel Arbeit, Anstrengung und er will ihr möglichst wenig zahlen. So funktioniert nun mal sein Gewinninteresse, sein Gewinnemachen. Umgekehrt will ein Beschäftigter von diesem Geld leben. Sprich, er will möglichst viel verdienen, möglichst kurz arbeiten und sich dabei möglichst wenig verausgaben. Ja, unterm Strich kann man merken, dieser Gegensatz, der ist nicht zu überbrücken, der ist nicht vermittelbar, sondern eben diametral und notwendig. Antagonistisch, hat der Marx dazu gesagt. Und auf diesem Gegensatz, allgemein ausgedrückt, auf der Konkurrenz um Reichtum, da basiert die gesamte Ökonomie dieser Gesellschaft. Das ist also nicht nur ein vereinzelter Fall, kein mal ist das so, geraten welche über Kreuz. Nein, das ist das Prinzip dieser Gesellschaft. Eine solche Gesellschaft, die gibt es nur auf der Basis von Gewalt. Die erste und die Hauptleistung dieser Staatsgewalt, das ist die Garantie des Eigentums. Das heißt nichts anderes, als dass per Recht alle gezwungen werden, anzuerkennen, über was Eigentümer verfügen. Und das heißt ja zugleich, dass damit alle Nicht-Eigentümer ausgeschlossen sind vom materiellen Reichtum, den es in dieser Gesellschaft gibt. Auf dieser Basis sind diese letzteren Figuren, die Nicht-Eigentümer, dann genötigt, das einzige Eigentum, über das sie nämlich doch noch verfügen, ihre Arbeitskraft, anzubieten, um leben zu können. Kriegen einen Arbeitsplatz nur unter der Bedingung, dass sie damit jemand anders reicher machen. Das war das Vorhererklärte. Dieses Verhältnis ist weder vom Himmel gefallen, noch würde es dauerhaft existieren, wenn es nicht durch staatlichen Zwang abgesichert würde. Bei dieser bloßen Garantie, erstmal so negativ, Garantie dieses Rechts, bleibt der Staat allerdings nicht stehen. Er sorgt nicht nur mit seinen Prinzipien Freiheit der Person und Gleichheit vor dem Gesetz, was heißt, jeder soll das machen können, soll um Reichtum konkurrieren können, nach seinen Möglichkeiten, uninteressant dafür, über welche Mittel er verfügt, also Garantie von Freiheit, von Gleichheit und Eigentum, dafür, dass da eine muntere kapitalistische Klassengesellschaft etabliert wird, sondern er betreut diese Klassengesellschaft dann auch noch ziemlich umfassend, damit sie auch erfolgreich wird und nachhaltig, würde man heute modern sagen. Mit seinem Sozialstaat, mit materiellen Infrastrukturleistungen aller Art, Bildung, Forschung, Energie, Kommunikationsmittel, Verkehr bis hin zu Umweltgesetzen.
So, das Ganze nochmal kurz zusammengefasst. Nationalismus, das ist die Vorstellung, dass alle Charaktere dieser Klassengesellschaft, die der Staat zu seinem Volk zusammengefasst hat, ungeachtet ihrer ökonomischen Interessensgegensätze, ein großes Kollektiv bilden. Und es ist die Vorstellung, dass Staat und Volk, ungeachtet dessen, dass es sich zwischen ihnen um ein Herrschaftsverhältnis handelt, dass es Regierende gibt, die den anderen was vorschreiben können, und dass es Regierte gibt, dass diese beiden eine Einheit bilden, das große Ganze eben die Nation. Also so viel wollte ich erstmal nur anmerken zu dem, was ist eigentlich der Inhalt der Vorstellung Nation. So, jetzt meine zweite Behauptung. Im Nationalismus, da wird Abhängigkeit zum Grund, dafür zu sein. Abhängigkeit wird zum Grund, dafür zu sein. Und das ist eigentlich ein ziemliches Paradox und durchaus erklärenswert. Jedermann erlebt den Staat als eine sehr banale Tatsache, als Gegebenheit, um die man gar nicht so einfach drumherum kommt. Seine Gesetze gelten, das weiß man, man muss sich nach ihnen richten. Und das gilt von klein auf. Entweder man wächst in der Familie auf oder man muss ins Heim. Dann muss man in die Schule gehen, ob einem die gefällt oder nicht. Irgendwann geht's los mit Geld verdienen. Dafür muss man an einer Konkurrenz um Schulabschlüsse und Jobs teilnehmen und so weiter und so zu. Bei diesem, was die Leute so treiben, da gibt es einen ersten Übergang. Und zwar machen sie aus diesen Zwängen, denen sie ausgesetzt sind, Bedingungen. Das ist der Übergang von, es gibt da etwas, nach dem ich mich richten muss, zu, ja, dann will ich auch für mich was daraus machen. Wenn Schule vorgeschrieben ist, dann fragt eigentlich so gut wie keiner, ja, was ist denn das eigentlich, die Schule? Sondern, jedenfalls die allermeisten sagen, ja, wie kann ich denn gut abschneiden in der Schule? Wie kriege ich gute Noten? Wenn Konkurrenz um Beruf und Karriere angesagt ist, dann wollen die Leute darin erfolgreich sein. Wenn sie durch Zwang in ihren Families genervt sind, dann wollen sie hinterher freie Menschen werden, endlich erwachsen sein. Alles wird also gedanklich verwandelt, weil man so seine Interessen verfolgen muss, was anders ist schlicht nicht vorgesehen in dieser Gesellschaft, staatlicher und ökonomischer Zwang, hält man diese Sachen dann auch zumindest prinzipiell irgendwie für brauchbar, für ein Mittel für sein eigenes Interesse. Also der Übergang geht von man braucht die ganzen Sachen, was anders gibt es nicht, zu die sind brauchbar. Von den Mitteln, auf die man angewiesen ist, zum Fehlschluss, ja, dann sind die auch irgendwie so gut wie für mich gemacht. Dann sind es meine Mittel. So, in dieser Art wird dann über alles nachgedacht. Und natürlich wird auch alles genauso dauernd kritisiert. Die Bildung zum Beispiel. Vom Standpunkt, ja, Bildung, das ist doch mein Mittel, an Job und Geld zu kommen. Also müsste es doch für mich funktionieren. Wenn es das nicht ist, dann mangelnde Chancengleichheit, fehlende Förderung, bla bla bla. In dieser Art wird jetzt eingeklagt, dass Bildung doch das Mittel für einen selbst sein sollte und nicht die Bohne drüber nachgedacht, dass Bildung vielleicht eigentlich eine ganz andere Funktion in dieser Gesellschaft hat. Selektion zum Beispiel, Verteilung der Berufe. Das ist was sehr anderes als am Ende sollen alle irgendwie schön gefördert oben angekommen sein. Jeder Mensch wird durch die staatlichen Vorgaben genötigt, seine Interessen in den rechtlich erlaubten Bahnen zu verfolgen. Eigentum und Eigentumserwerb sind die einzigen, zumindest legalen Möglichkeiten, sich durchs Leben zu schlagen. Das gilt gleichermaßen für alle, ob sie für diese Konkurrenz um Reichtum gute Mittel haben oder nicht. So, wenn das so ist, dann sind allerdings auch tatsächlich alle
mit ihren Interessen, mit ihren ebenso zugerichteten, nur so zugelassenen Interessen, auf den Staat und auf seine Hilfe gegen die anderen Interessen angewiesen. Der Arbeiter, der braucht tatsächlich das Recht, um wenigstens seinen Lohn zu kriegen. Der Mieter braucht das Mietrecht. Der Arbeitslose braucht Hartz IV. Der Studi braucht BAföG und einen Bus zur Uni und so weiter und so fort. An der Stelle kann man vielleicht nochmal sich einen Punkt über Interessen klar machen. Ja, die Interessen, die in dieser Gesellschaft so frei verfolgt werden. Jeder soll ja sein Glück machen, jeder soll sein Interesse verfolgen. Die sind eben insofern selbst schon verwandelte Interessen. Sie existieren nur als die bürgerlich zugelassenen Interessen. Wohnen, ja, das kann man in dieser Gesellschaft eben nur als mieten oder besitzen. Leben heißt in dieser Gesellschaft, man muss Geld haben. Und dann hängt wieder ein ganzer Rattenschwanz da dran, wie man da an dieses Geld kommt. Daraus folgt ein weiterer gedanklicher Übergang. Wenn schon jedes subjektive Interesse davon abhängig gemacht ist, dass die Wirtschaft wächst, wenn der Staat und sein Handeln die täglich nötige Bedingung fürs eigene Fortkommen bzw. sogar schon Überleben ist, dann, heißt die Fortsetzung, dann soll diese Bedingung aber auch funktionieren. Weil das Staatswesen sich zu der allumfassenden Bedingung fürs Leben gemacht hat, kriegen also alle jetzt sozusagen ganz wie von selbst das Bedürfnis, ihrem Staat erstmal Erfolg und Funktionieren zu wünschen. Umgekehrt ist diese Stelle auch ein Einfallstor für alle möglichen falschen Kritiken am Staat. Die Bürger halten dem Staat vor, dass er seine Aufgaben ihnen gegenüber gar nicht richtig erfüllt. Jetzt kommen alle Unzufriedenheiten, die es in dieser Gesellschaft notwendigerweise dauernd gibt, in der Form vor, dass man den Vorwurf zimmert, der Staat versorgt uns ja gar nicht mit den Arbeitsplätzen. Er passt auch gar nicht richtig auf unser Geld auf. Und so weiter. Er achtet nicht auf unsere Gesundheit mit seinen AKWs und so weiter. Da wird jetzt, wenn er nochmal zurückdenkt an meinen Anfang, das reale Staatswesen im Namen des idealen Staatswesens, das man sich eben so zurechtgelegt hat von seiner Warte aus, das wird jetzt von diesem Standpunkt aus kritisiert. Im Namen der Nation, der Gerechtigkeit, der das Volk sind wir und wie die ganzen Titel an dieser Stelle alle heißen. Und das ist wichtig, sich das klar zu machen. Der Nationalismus ist eben nicht einfach das Hurra, wenn Fähnchen geschwenkt werden und so weiter. Sondern Nationalismus liegt gerade dann vor, wenn man solche Kritiken äußert. Die zeugen nämlich von nichts anderem als einem ganz abgrundtiefen Vertrauen in den Staat und seine eigentlich total guten Möglichkeiten und Aufgaben. Also jetzt nochmal die Erinnerung an die Anfangsbehauptung. Ich hoffe, das ist jetzt sozusagen eingelöst. So ist aus Abhängigkeit ein scheinbar guter Grund geworden, für den Staat und seinen Erfolg zu sein. Scheinbar gut. Denn die meisten haben ja nichts davon. Für sie bleibt es ein Leben lang viel Arbeit, wenig Geld. Im Unterschied natürlich zu den ökonomischen Nutznießern und den politisch Herrschenden, die mit viel Freude ihren Standort verwalten, bleiben sie dauerhaft geschädigt. Auch wenn es Wirtschaftswachstum gibt, auch wenn sich die Nation im Aufschwung befindet, auch wenn sie Exportweltmeister ist. Ihr Nationalismus lohnt sich nicht, im Gegensatz zu dem der Reichen und der politisch Regierenden.
Damit, also das ist jetzt sozusagen ein Schluss nochmal aus den beiden Gedanken, aus den beiden verkehrten Übergängen, wird die Durchsetzung des Staatswesens zum Kern der patriotischen Anteilnahme. Ja, wenn man seinem Staat schon Erfolg wünscht, weil man das für die entscheidende Bedingung der eigenen Interessensverfolgung hält, dann sagt man natürlich, ja, dieser Staat, der muss sich aber gefälligst durchsetzen. Ja, gegen wen denn? Als erstes mal gegen das Ausland. Das kommt uns ja bekanntlich überall in die Quere. Nach innen muss er sich durchsetzen, gegen sämtliche Egoisten. Das sind so ungefähr alle anderen außer einem selber. Diejenigen, die uns auf der Tasche liegen, die Sozialschmarotzer, diejenigen, die unseren Kredit verspielen, die Bankster und so weiter. Ihr merkt, hier hat man schon in der Gedankenfigur, dass uns, ne, ich identifiziere mich mit diesem Staat, das ist ein Wir, das ist die Quelle für sämtliche gehässigen und gewaltbereiten Feindbilder, die Nationalisten, die so denken, produzieren. Für ihren Ausländerhass, ihren Rassismus, ihre Sozialschmarotzervorwürfe. Also da ist der Kern tatsächlich eben dieser Fehlschluss, mein Wohl ist aufgehoben in diesem großen Ganzen, in diesem nationalen Wohl. Meine Schlussbemerkung. Wenn man sich das Volk praktisch vorstellt, was es so treibt in seinem Alltag, dann macht es eigentlich in seinem Alltag all das, was es zur Basis, zur dienstbaren, zur Basis von Kapital und Staat macht. Und zwar genau darin macht es das, dass es an sich und seine Interessen denkt. Es geht in die Schule, es macht seine Abschlüsse, es geht arbeiten, es verdient Geld, es verliebt sich, es macht ein paar Kinder, es erzieht die Kinder und so weiter, es stirbt. Mit so einem banalen, völlig unspektakulären Leben haben die Leute eigentlich genau das gemacht, was sie von Staats wegen sollen. Sie haben sich auf seine Bedingungen eingelassen, sind funktional geworden als Arbeitskräfte, als Steuerzahler, als von mir aus Wehrdienstleister, und sind vielleicht auch noch für ihn in den Krieg gezogen. Das ist erstmal ihr praktisches Dasein als Volk. Als Volk, als dienstbares Volk, das diesem Staat zu allem verhilft, was er eigentlich will. Konkurrenzfähig sein und als Staat reüssieren gegen die anderen Staaten. Das nationale Gefühl oder explizite nationale Begeisterung, das ist zu diesem kapitalistischen Alltag des Volks die Zutat, die schöne Zutat aus der Sicht des Staats, natürlich. Aber ich wollte mal betonen, es ist die Zutat. Wenn man die guten Patrioten jubeln sieht, in nationalen Feierstunden, wie der Fußball-WM, 89 am Brandenburger Tor oder neulich in Bonn, dann ist man bei sowas wie einem Endpunkt des Nationalismus angelangt. Dann ist das, was ich jetzt vorher mal als Gedanken auseinandersortiert habe, als Kette von Übergängen erklärt habe, das ist dann sozusagen ertränkt, übergegangen in eine Gefühlswelt. Dann sind die Leute, Thomas hat vorhin ja auch schon solche Beispiele gebracht, sie sind dann echt ernsthaft gerührt, wenn die Deutschen gewinnen. Und halten das nicht für eine ungemein kindische Angelegenheit. Sie sind stolz darauf, Deutsche zu sein und halten das nicht für eine blamable Aussage über sich selber. Und sie freuen sich ganz persönlich sozusagen darüber, wenn sich zwei Staaten wieder vereinigen. So als wäre das irgendwie, als hätten sich gerade zwei alte Freunde wieder getroffen. An die existierenden ökonomischen Interessensgegensätze und an das Unterordnungsverhältnis zwischen Staatsgewalt und Untertan, also an all das, was ihr Leben politisch und sozial wirklich bestimmt, da dürfen Sie bei solchen Gelegenheiten natürlich auf gar keinen Fall denken.
Sie dürfen, wenn Sie vor der großen Fußballleinwand stehen, auf keinen Fall darüber nachdenken, dass rechts von Ihnen Ihr Vermieter steht, der Ihnen für eine schimmelige Bude jeden Monat viel Geld abknöpft, und links von Ihnen der Kommilitone, der Ihnen gerade einen Hiwi-Job weggeschnappt hat. Sie sind gerührt über die deutsche Einheit und dürfen dabei natürlich nicht an den Soli denken und wie sich das in Rentenkassen und auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar macht. Von all dem, wie Sie sonst ebenso rechnen, sämtliche rationalen Überlegungen, wird in einer solchen Sekunde nationale Emotionen gründlichst abgesehen. All das würde das schöne nationale Gefühl nämlich ziemlich schnell kaputt machen. Umgekehrt, wenn man den vorher erklärten Gedanken, dass man praktisch mit Haut und Haaren abhängig gemacht ist von einer kapitalistischen Ökonomie und ihrem politischen Verwalter, wenn man den nur oft genug gedacht hat und zu seinem eigenen praktischen Interesse gemacht hat, ja, dann ist diese Art der Überhöhung, diese Art der nationalen Feierei wirklich selber ein Lebensbedürfnis. Dann fallen sich eben Patrioten in die Arme, saufen zusammen und fühlen sich darin echt glücklich. In dem Sinn sind diese ekelhaften Veranstaltungen in all ihrer Dummheit und in ihrer gar nicht nur potenziellen Gewalttätigkeit eben die Art von Gemeinschaftsgeist, zu der die Mitglieder einer kapitalistischen Nation allein fähig sind. Mein letzter Satz: Wer Nationalisten kritisieren will, der muss bei Kapital und Staat landen, sonst hat er irgendwas verkehrt gemacht. Vielen Dank erstmal für die ersten Kommentare. Wollt ihr direkt aufeinander losgehen? Oder? Wir hatten keine Pause eingeplant. Wollt ihr eine Pause machen? Wollen wir eine kleine Pause machen? Nee. Die Raucher können selber rauchen gehen. Ich mach mal einen Übergang. Thomas, du hast ja vor allem den sozialpsychologischen Aspekte, hast du ja versucht, deutlich zu machen, und hast Nationalismus schon fast mit Religion verglichen. Macht sich das Renate zu einfach? Ja, macht sie. Nein, ich bin... Lass uns jetzt auch nicht auf Krampf versuchen, dass Differenz ist oder sowas. Ich möchte immer betonen, dass... Was macht das den Menschen plausibel, dem ja Leute wie ich staunend gegenüberstehen? Ilka und Renate haben ja beide was gesagt zu der Tristesse des Lebens in dieser Gesellschaft. Und ich auch ein bisschen, zu diesem Wissen, dass die Konkurrenzverhältnisse, die einem begegnen und die ja jetzt nicht nur das Verhältnis von Chef und Untertan und Chef und Arbeitnehmer sind, sondern auch der große Wettlauf, wer wird Vorarbeiter und die ganz einfachen Dinge, dass das etwas alle Sehnsüchte Tötendes ist, dass jedes Gespräch oder nahezu jedes Gespräch etwas Berechnendes hat, dass jedes Gespräch darauf insistiert, kann der Mensch für mich nützlich sein, und verharre ich in dem Gespräch, stellt sich raus, diesen Nutzen repräsentiert er nicht, dann breche ich das ab. Also zunächst mal geht es ja darum zu begreifen, es ist so unzulänglich, den Kapitalismus nur an seiner Krisenhaftigkeit zu kritisieren. Also an, sagen wir jetzt, der Finanzkrise oder so etwas, oder auch an seiner Notwendigkeit, periodisch durch Kriege große Produktionsanlagen zu zerstören, um einen Neubeginn der Kapitalakkumulation zu ermöglichen, sondern eigentlich ist der Anspruch,
die man in der Welt haben möchte, zu sagen, ich muss nur einmal von Hamburg nach Bremen Autobahn fahren und sehe das ganze Unglück der Konkurrenz. Ich brauche nicht die Zusammenbrüche von Finanzmärkten, sondern die Hässlichkeit der Menschen, zu die Verfasster dieser Gesellschaft sie macht, was nicht entschuldigend sein soll, reicht mir aus. Und da geht zunächst mal die Beobachtung in die Richtung gegen diese Feststellung. Ich habe es vorhin bebildert an, ich bin ein verscharbares Nichts, ich fehle nicht, wenn ich weg bin, was jeder spürt. Diesen Konkurrenzmechanismen, die erzeugen eine Sehnsucht, doch das andere irgendwo zu suchen und dabei bis zur Selbstverblödung zu gehen. Um für eine halbe Minute die Nation zu verlassen, kann man das vielleicht bebildern, diese Sehnsucht und die Tristesse der Sehnsucht bebildern an den von vielen Linken oft mitgesungenen Lied You'll Never Walk Alone, was die Fußballfans bei St. Pauli besonders gerne singen zum Beispiel. Also was für ein idiotisches Versprechen der Treue da drin liegt. Ne? Egal wie sie spielen, egal was für Arschlöcher da spielen, egal was die Arschlöcher sagen, you'll never walk alone. Ich möchte unter dem Gras des Millerntor oder eines anderen Stadions begraben sein. Ne? Natürlich spiegelt das die Hoffnung auch. Ich möchte ein Versprechen haben, dass ich nie ganz einsam bin. Ich spüre diese Einsamkeit und wenn ich mitsinge, You'll never walk alone, singen die anderen mir, auch du wirst nicht ganz alleine sein, egal wie idiotisch unser Kollektiv ist. Diesen Rhythmus zu begreifen, diese Sehnsucht, wie man auch begreifen kann, dass das Moment der Entsagung ja der Produzent des Rassismus ist, die Welt der Projektion. Wer so hart arbeitet, der muss doch ständig alle anderen Rassen verdächtigen, sie haben Eigenschaften, dieses als zugleich als Tortur und ein Adeln zu empfinden, zu umgehen. Also alle rund um den Rassismus laufenden Sachen, alle Spekulationen, ob die Zigeunerin unter den Rock keine Unterhose tragen und auch noch mit den Händen Obst anfassen, dass der Dunkelhäutige eine ganz andere Art zu tanzen und zu bewegen besitzt und dass er vielleicht sogar im Bett noch besser ist als der deutsche Mann. Das ist doch die Geburtsstunde davon, ist die Entsagung, ist die Projektion. Man selbst spürt seine Verkümmerung und projiziert sie auf etwas. Und der Nationalist erwirbt sich mit seinem Patriotsein ja ein Recht, ständig die Herrschaft zu verdächtigen, sie würde die Privilegien, die man als Staatsbürger gegen dem Mitglied einer ausländischen Staatsmacht oder dem Staatenlosen hat, nicht entschieden genug in Stellung bringen. Also der permanente Verdacht, wir haben zwar das Ausländerrecht, in dem ist geregelt, dass mein Zugang zum Arbeitsmarkt der bessere ist, wenn ich einen deutschen Pass habe, aber ich habe da im Panorama oder in einer anderen kritischen Sendung gesehen, ja, die machen das gar nicht, sondern die fragen eher nach Fixheit oder Jungsein oder Lohn und dann stellen sie Ausländer ein. Oder die sagen, sie wollen Deutschland voranbringen in Europa, aber der absurdeste aller Verdächtigungen, über die ja der ideelle Gesamtkapitalist jetzt streitet, vielleicht machen sie doch was für die Griechen, was Abzug von dem Versprechen ist, uns Staatsbürger und ausschließlich uns Staatsbürger zu privilegieren. Und wenn man so rangeht, wenn man auch auf dieser Suche ist, und ich finde, ich habe es deswegen auch gleich gemacht, damit die Differenzen nicht unnötig groß werden, dass ich darüber hinaus ja Ableitungen aus Weltmarktkonkurrenz und sowas mit angesprochen habe, weil ich nun
kein Freund bin, die Weltdiskurs theoretisch oder psychologisch zu begreifen oder so. Deswegen müssen wir es nicht auf. Dann, glaube ich, kommt man auf eine Spur des Reflektierens, die Frage stellt, was ist eigentlich besonders in Deutschland? Da spürt man sofort eine starke Abwehrhaltung. Also solange ich hiermit befasst bin, treffe ich auf Linke, die mir eine Gretchenfrage oder ein Entweder-Oder aufdrängen wollen. Dieses Entweder-Oder bei historischen Betrachtungen geht meistens so, dass gesagt wird, du musst jetzt entscheiden, ist der Nationalsozialismus Produkt der kapitalistischen Moderne oder Produkt der deutschen Geschichte? Dieses Entweder-Oder hat so viele Debatten geprägt eigentlich. Dieses Entweder-Oder, jetzt musst du dich entscheiden. Und da bin ich sehr stark geneigt, mit meinen Vorbildern aus der kritischen Theorie zu sagen, es ist Resultat von beiden. Ich muss sowohl erklären, was in unzulänglicher Weise, und diese Unzulänglichkeiten sind mir geläufig in der Sonderwegstheorie, die ja eine prowestliche Theorie ist, insofern als dass sie sagt, es kann überhaupt nichts passieren, die Gesellschaft bleibt immer republikanisch-demokratisch verfasst, wenn sie nur normalen westlichen Standards entspricht. Es gibt überhaupt kein Weg von dem Funktionieren müssen im Kapitalismus, aber auch von der Missachtung des Individuums in der kapitalistischen Produktionsweise zum Nationalsozialismus. Das ist natürlich eine Schwäche der Sonderwegstheorie. Und natürlich ist so ein Begriff wie Nationalcharakter von so vielen Idioten falsch benutzt worden, im Sinne, das sei eine irgendwie biologistische Konstante oder das sei das eigentlich unveränderbar Identitäre. Und nein, ich finde es plausibel zu sagen, in Staaten zusammengefasste sogenannte Völker, große Niederlagen, die Deutschen keine bürgerlich-demokratische Revolution haben, nie das Vergnügen gehabt, mal einen Großteil des Adels unterm Schafott zu sehen, haben deswegen das Bündnis von Bürgertum und Adel und den daraus erwachsenen Untertanengeist, den Antisemitismus gepflegt. Und es gibt Spuren in der Geschichte, die sagen, eine Nation, die ihren Nationalismus so ausprägt, so Kultur gegen Zivilisation stellt, so die Französische Revolution verachtet und stattdessen der deutschen Wesensart frönt, hat eine signifikant größere Möglichkeit, im Nationalsozialismus zu enden. Nicht so etwas wie relative Siege in der Dreyfus-Auseinandersetzung in Frankreich zu erleben. Wichtiger Faktor, glaube ich. Nicht so etwas wie spöttische Literatur überhaupt relevant hervorzubringen, sondern immer nur die bedeutungsschwangersten. Wobei die Engagierten meist schlimmer sind als die Rechten, wenn man an Gerd Hauptmann denkt. Also das gibt schon deutsche Wesensart, die den Gedanken nahelegt, sich in der Volksgemeinschaft barbarisch zu vereinen. Undenkbar. Also deswegen denke ich, ist es eine tatsächliche Verkürzung, wenn man die Lieblingsformel von mechanischen Materialisten Horkheimer, wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen, variiert, und das hast du in deinem Schlusswort ein bisschen. Und ich glaube, auch heute ist es sinnvoll, zunächst mal mein großes Erstaunen, was möglich ist in Deutschland, was vor 89 undenkbar ist, zu artikulieren und zu sagen, mein Bild von dieser Gesellschaft ist, dass das Eis, indem die Menschen so tun, als würden sie sich zivilisiert benehmen. Zivilisiert meine ich kapitalistisch, westlich zivilisiert benehmen, wie die Vorschriften so sind.
ein unfassbar dünnes ist und so brüchig ist und so die Sehnsucht, sich von diesen als Zwang empfundenen mal in barbarischer Weise zu befreien. Das ist für mich so der Moment Brandenburger Tor, der Moment Rostock-Lichtenhagen, der Moment Hoyerswerda, der Moment, die Umfrageergebnisse pro Sarrazin zur Kenntnis zu nehmen. Zur Kenntnis zu nehmen, dass 70% die Substanz seiner Thesen gut findet. Nicht, dass die SPD den nicht ausschließen kann, weil ihre Leute von diesen Thesen so schwärmen. Oder wahrzunehmen, wie in welchem Ausmaß eigentlich einige Jahre danach die damals noch dramatisch scheinende Debatte zwischen Bubis und Walser aber nur und komplett für Walser entschieden ist. Nur und komplett. Die Deutschen wollen sich die Schande ihrer Geschichte nicht. Man guckt die großen Fernsehproduktionen und Filmproduktionen an. Es sind Filme über deutsche Opfergeschichten. Alles, was erfolgreich war und tat in den letzten 5 Jahren, so als würde es deutsche Geschichte aufarbeiten, sind Varianten zum Thema Wilhelm Gustloff. Du kommst aus dem Wein gar nicht raus, wenn die da aus Ostpreußen abhauen müssen. Es ist allgegenwärtig, es ist entschieden. Es ist nicht mehr wahr, dass man die Dauerrepräsentanz unserer Schande, was ja eine demagogische Vokabel vom Walser war, und dafür ist die Paulskirche aufgestanden, das Publikum, es ist nicht mehr wahr, dass das überhaupt vorhanden ist, sondern die großen Sachen sind Furtwängler-Film, Einschaltquoten gucken, Zustimmung zu Sarrazin gucken, Brutalisierung gucken, wie wachsen die Zustimmungsraten im Moment zu der These, wenn bei uns die Arbeitsplätze knapp sind, muss klar sein, dass Ausländer keinen Arbeitsplatz kriegen. Wir sind doch im Moment wieder in dieser Situation, also auch weil natürlich der ideelle Gesamtkapitalist streitet, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Es ist natürlich, der ideelle Gesamtkapitalist hat im Moment auf seine Fahnen geschrieben, dass es sinnvoll ist, die riesigen Vorteile, die Deutschland aus der EU und aus dem Gegenkonzept, aus dem Antipoden der Vereinigten Staaten und zunehmend auch, als wir es zunächst analysiert haben, spielte China noch keine Rolle, aber zunehmend auch gegen den Antipoden China gerichtet, zu halten und ums Weltgeld mit ein bisschen Risiko zu spielen und ein bisschen Abzug von den großen Vorteilen durch Stützungsmaßnahmen zu finanzieren. Und es ist mir klar, das macht die Regierung, macht die SPD, macht die Grünen. Und trotzdem gibt es eine Riege von bedeutenden Nationalökonomen und es gibt den Henkel, also Leute, die ebenfalls bemüht sind, das Staatsinteresse oder den ideellen Gesamtkapitalisten zu artikulieren, die versucht, die auch nicht nur partikular oder ihre Klientel bedienen wollen, die sagen, hier kann etwas passieren, das ist unser großer Nutzen, gleich ist durch keinen Zoll und so weiter, durch keine Abwertungsmöglichkeit geschütztes Territorium, ungefähr vergleichbar mit den Vereinigten Staaten von Amerika, aus deutscher Sicht unterbewertete Währung, die den Export gut möglich macht und so weiter. Unbegrenzter Erfolg beim Export, andere niederkonkurrieren, ohne dass die sich schützen können und so weiter. Dass der Abzug kriegt von dieser Profitmasse durch bestimmte Maßnahmen der Alimentation und das geht uns schon zu weit. Wenn ihr jetzt wahrnehmt, wie der gewöhnliche deutsche Patriot in den Umfragen darauf reagiert, neigt er sehr stark mehrheitlich dazu zu sagen, Henkel hat recht. Es nützt nicht mal was, dass diese 4 großen Wirtschaftsverbände mit der SPD und den Grünen zusammen sagen, Henkel hat Unrecht, das wäre kontraproduktiv, Griechenland in der Weise und andere Staaten in der Weise über die Klinge springen zu lassen. Wie Olaf Henkel und andere, ich nehme ihn jetzt nur als Synonym für eine ganze Garde, das fordern. Das heißt, der Patriot ist ständig auf der Suche, dass sein Staat nicht brutal genug ist.
Das kannst du bis in jedes Detail sehen. Also selbst im bürgerlichen Parlament ist das Unheimlichsein von Brechmitteleinsatz gegen Schwarze, was Folter ist, manchmal noch eine Debatte wird. Die Zustimmungsraten sind gigantisch. 94% der CDU-Wähler für Brechmitteleinsatz, am schwächsten bei den Grünen ausgeprägt, 72% dafür. Man will also offenbar, dass Menschen gequält werden und erhofft sich davon Linderung der Torturen, denen man unterworfen ist, denen man zweifelsfrei unterworfen ist in der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft. Wenn man die Selbstverständlichkeiten, also rein alterstechnisch schon, wie entlang des nationalen Interesses sowas hätten wir in Libyen dabei sein sollen oder nicht, abgewogen werden. 1000 Experten laufen da rum und hätte der Krieg jetzt sich noch 3 Jahre hingezogen oder so, dann hätte Westerwelle recht, jetzt wird beklagt, er hat uns isoliert und überhaupt die Aufträge des sogenannten Wiederaufbaus gehen jetzt mehr an Frankreich und England und die Vereinigten Staaten von Amerika und vielleicht auch an Sudan oder was, das weiß ich noch nicht, kann ja alles auch noch viel schlimmer kommen. Also wie selbstverständlich es ist, nicht mehr Bündnisinteresse zu artikulieren, sondern nationales. Und daraus ziehe ich den Schluss, dass es nach wie vor eine unheimliche Besonderheit dieser Deutschen gibt. Eine unheimliche Besonderheit, die nicht jeden Tag sichtbar wird oder gar explodiert. Dieses nur, eins lasse ich mir nicht einreden, dass die irgendwie fröhlich sind. Also man muss eine Viertelstunde über den Bonner Deutschlandfest gehen. Fröhlich ist da ebenso wenig jemand wie aus Anlass des Sommermärchens bei der WM. Verbissen, pogrombereit. Ja, pogrombereit in dem Moment, wo sie wüssten, was ich dazu zu sagen hätte. Ja, natürlich. Unsere winzige Demo, ich weiß nicht, die Veranstalter sagen, es waren 600 da, dann will ich nicht widersprechen, waren 600 da. Gut, diese winzige, was dieser winzigen antideutschen Demo an Hass, der Enttäuschung, dass die Bullen uns diesmal nicht aufgemischt haben, entgegengeschlagen ist, das meine ich mit, erzählt mir nicht, dass ihr fröhlich seid. Ihr seid enttäuscht, dass heute kein großes Aufmischen derer war, die da, ich weiß nicht, als erstes transparent, selbstbewusst, wir Vaterlandsverräter oder sowas getragen haben. Und weil die Deutschen, oder weil überhaupt der deformierte Mensch kann sich doch nur eins vorstellen, wenn etwas nicht funktioniert, muss jemand Fehler gemacht haben. Das bringt einen ja in den Irrsinn. Also das macht einen ja so müde, überhaupt Bundestag zu gucken. Die Linke weiß ja immer, welche Fehler gemacht wurden, weil ihr nicht mehr eingängig ist, nicht mehr plausibel ist, dass es auch sein kann, dass sich bestimmte Krisen periodisch entladen, solange die Welt marktwirtschaftlich verfasst ist. Dann sagt er, eine Kaufkraft stärken. Das ist so doof. Der andere sagt, Marshallplan für Griechenland. Das ist so doof, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man nur noch einen Begriff davon hat, dass Keynesianismus nichts anderes ist als Verschiebung einer Krise und dazu führt, dass sie sich umso explosiver entlädt, dann ist man umzingelt von dem patriotischen Gedanken, wenn etwas nicht gut läuft, muss jemand Fehler gemacht haben. Und dass diese Fehler zwanghaft bei den anonymen Finanzmärkten und der Finanzwirtschaft und der Bankenwelt und nicht beim Abgleich von mörderisch konkurrierender Produktivität, Nationalökonomien entlang des Maßstabs der Produktivität gesehen wird. Ich finde, das ist ein guter Grund, die Deutschen zu fürchten und auch zu sagen, ich glaube euch nicht und ich glaube allen nicht, die sowas aufschreiben, dass doch völlig gesichert ist, dass die bürgerlich-republikanische Verfassung dieser Gesellschaft für immer wird. Da bin ich furchtbar unsicher und deswegen
habe ich immer noch eine gute Meinung vom Antifaschismus. Und deswegen habe ich immer noch eine gute Meinung davon, Deutschland und seine besonderen Hässlichkeiten zu untersuchen. Gibt es eine direkte Antwort darauf? Okay, also zwei Sachen fallen mir daran auf, die finde ich nicht richtig. Das eine, das ist die, ja, doch sozusagen, obwohl du das ja ein bisschen zurückgewiesen hast, dass das eine psychologische Erklärung sein soll, aber die Deutung des Nationalismus als Sehnsucht nach einem religiösen Gefühl, nach einer Art von, so werde ich unsterblich als Teil der Nation und so weiter. Ne? Also dazu würde ich mal eigentlich nur Folgendes zu bedenken geben. Wenn die Bürger dieser Gesellschaft natürlich ständig auf ihre Gegensätze gestoßen werden, wenn sie auch ständig auf ihr eigenes relatives Scheitern, auf ihre Erfolglosigkeit beim Verfolgen ihrer Interessen gestoßen werden, ne? Klar ergibt sich daraus auch gefühlsmäßig beispielsweise sowas wie Bedarf nach Zusammenhalt, nach Gemeinschaft, von mir aus auch nach zusammen ein Saufen und sich beschweren und so weiter und so weiter. Frage nur, ja, warum findet denn eigentlich jetzt dieses Bedürfnis ziemlich zielstrebig seinen Punkt in der Nation? Könnten doch auch zusammenhalten und sagen, wir sind hier die Geschädigten, wir sind die Kommunisten, wir sind die Arbeiterklasse, sonst irgendwas. Da kann man auch bestens zusammenhalten. Da kann man auch unsterblich werden. Da kann man auch, Teil eines großen Ganzen werden und sich eben für was anderes einsetzen. Auch hast es auch gar nicht erklärt, wieso es sich überhaupt von wirklich religiösen Gemeinschaften jetzt auf eine säkulare Religion, den Staat, die Nation, den Nationalismus verlagert. Also da ist doch sozusagen einfach eine Leerstelle in dieser Erklärung. Ja, warum kommt denn der Bürger geschädigt immer wieder darauf, dass er in der Nation, und Nation, ich möchte nochmal daran erinnern, was ich da versucht habe zu erklären, es ist ja nicht der reale Staat, sondern es ist die Vorstellung von Staat, die man hat, das Ideal sämtlicher staatlichen Institutionen, die man sich für sich selbst gemacht vorstellt. Bei denen sucht der Bürger Halt, die versucht er einzufordern als, das sind doch Versprechen dieses großen Ganzen, in dem alle mit ihren Interessen, wenn alle entsprechend sich zurücknehmen und opferbereit sind, ja dann geht es doch auch für alle auf. Das ist die Vorstellung der Nation. Und die sehe ich da tatsächlich in dem Sinn als, da würde ich dir gar nicht widersprechen, oder dir als säkulare Religion. Das ist, meine ich, das kann man da durchaus als Begriff für dieses Verhältnis, dass der Bürger sein ganzes Vertrauen, seinen Glauben in diese Institution setzt, das kann man da durchaus zu sagen. Und das Zweite, das war die Frage nochmal der Besonderheit. Ich habe ja vorhin mal auch ein bisschen extra drauf gedrückt, ja, dieses Programm, kapitalistisches Wachstum zu erzeugen, einen Standort zu bewirtschaften, damit zu konkurrieren in der Welt, das haben wirklich alle gleichermaßen. Da unterscheiden sie sich überhaupt nicht untereinander. Jetzt ist es aber so, wenn die Staaten sich als Nationen ja selber erstmal schon mal darstellen, das ist ja ihre von ihnen auch gewollte, ständig gepflegte Ideologie. In dieser Ideologie stellen sie sich natürlich gerade als Besondere dar.
Nation heißt ja nichts anderes als Besonderung gegenüber allen anderen. Die wollen ja, wenn sie ihre Staatsbürger darauf verpflichten wollen, ja, denk doch so, denk bejahend über uns. Dann wollen sie ja nicht, dass ihre Bürger den Staat gut finden, sondern sie wollen, dass die Bürger sie als diesen besonderen Staat gut finden. Also ist es klar, jede Nation muss sowas wie eine Vorstellung von sich selbst, ihrer besonderen Vorzüglichkeit liefern. Und dann ist auch klar, ja, die sieht jetzt bei jeder Nation sehr speziell aus. Jetzt kommen alle die Fragen natürlich zur Geltung. Wie ist denn diese Nation überhaupt auf die Welt gekommen? Ja, für Amerika als Einwandererstaat, da wäre so ein völkischer, rassistischer Gedanke irgendwie eine blöde Art, dieses Land zu legitimieren. Umgekehrt, die Vorstellung, ein Staat wie Deutschland, der jetzt zwei dicke Kriege verloren hat, dass der zumindest mal die ersten paar Jahre hier einen auf dicke Hose und toller sozusagen Imperialist macht, auch nicht so richtig gut vorstellbar. An diesen Stellen kommen eben die speziellen geschichtlichen Besonderheiten der einzelnen Nationen zum Tragen und werden von den Nationen, von ihrer Art, Geschichte als nationale Geschichte ihrem Volk nahezubringen, natürlich auch einfach schlicht und einfach betreut. Deswegen, dass mit der Wiedervereinigung sich dieser Geist ändert, ne? Was du alles erzählt hast, die Art der Geschichtsschreibung, der Selbstdarstellung jetzt eine andere wird, man ein bisschen brechen will, endlich loskommen will von diesem, obwohl man es zwischenzeitlich in eine ganz geniale Art verwandelt hat, was Ilka ganz am Anfang mal gesagt hat, ne? Ja, das entspricht natürlich dem Bild einer Nation, die was vorhat in Sachen Staatenkonkurrenz, jetzt einfach mehr. Also insofern kein Wunder. Und daran kann man tatsächlich betrachten, wie sich die einzelnen Staaten ihre besondere Selbstdarstellung als Nation, ihre besondere Nationalgeschichte konstruieren. So. Aber das ist kein Widerspruch dazu. Die Besonderheit dieser erstens ideologischen Darstellung ist kein Widerspruch zum Begriff der Nation und ihrer Selbstdarstellung überhaupt. Und zweitens kein Widerspruch dazu, dass eben wie kapitalistische Nationen erstens ihr Programm, ihre Ideologie und ihr Verhältnis zu den Bürgern allgemein gestalten. Und darum ging es mir erstmal in meinem Beitrag. Und wenn man das dann gemacht hat und beschrieben hat, also sozusagen diese erste Seite von, man hat jetzt diese ideologische Vorstellung von der Nation, hat sich angeguckt, wie ist die vermittelt zu den objektiven Verhältnissen, was trifft die noch an dem, wie sich Leute tatsächlich, wie Leute über die Gewalt zueinander ins Verhältnis gesetzt sind und was kommt dann nochmal so dazu. Wenn man das dann gemacht hat, dann kommt man am Ende an die Fragen, die du jetzt größtenteils oder von denen du einige aufgefächert hast, und da ist eben eine ja nach der deutschen Besonderheit, also ich, wenn die nicht ganz blöd gestellt ist, dann kommt die danach und dann stellt man sich die Frage, gut, okay, wenn man sich die Geschichte anguckt, da war halt das gewaltigste Vernichtungsprogramm, also dann geht es ja wirklich nochmal ein bisschen mehr darauf, auch sowas, was ja in der deutschen Linksradikalen auch sehr beliebt ist, sozusagen, ist es eigentlich völkischer Nationalismus, der hier herrscht. Ich meine nur, man muss sich die Frage nochmal so ein bisschen anders vorlegen, um das zu treffen. Und da würde ich sagen, klar, den gibt es auch in Deutschland. Natürlich gibt es Nazis, die eben genau sagen, ja, der Zusammenhang hier wird gestiftet über Blut und Boden. Aber der meiste, der erfolgreiche, der massenkompatible Nationalismus hier in Deutschland ist ja einer, der ein republikanischer ist, mit dem, was da alles dranhängt. Das heißt nicht, dass da nicht auch total widerlicher Rassismus hinten dranhängt, wo natürlich auch immer, also Rassismus kommt nicht aus ohne Biologismus, deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen bei der Gegenüberstellung. So ganz sauber sind die ja auch nicht getrennt, diese Sorten Nationalismus. Aber das, womit heute so ein durchschnittlicher Nationalist sich zu Deutschland bekennen würde, wäre erstmal sowas suchen nach diesen Gemeinsamkeiten, die ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Und also damit ist
finde ich, einen Teil der Frage beantwortet, welche Rolle spielt es heute noch, in dem, wie sich der Nationalismus geriert, so wie er erstmal oberflächlich auftritt, nicht besonders stark. Ja, wenn man sich dann die Geschichtspolitik anguckt, dann ist das natürlich was anderes, weil das eben so ein großer Hinderungsgrund für eine nationale Identifikation ist, weil klar ist eben dieses sozusagen, das war wirklich das Schlechte. Wir haben jetzt öfter ausgeführt, warum sozusagen das immer auf irgendeine Art eine positive Identifikation sein soll, und das eben zu wenden, das ist eine Besonderheit. Das kann man feststellen. Ich meine, das ist auch mehr als nur zu sagen, naja, das ist halt so, wie jeder Nationalismus irgendwie besonders ist, das ist nochmal ein besonderer Nationalismus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ein harter Unterschied ist. Also ich habe ja auch aufgemacht, als es kann nur Erfolgsmodell sein. Deswegen, man will ja eben nicht sagen, nur Deutschland hat irgendwie Mist gebaut, sondern nur sagen, na, da war es halt auf die Spitze getrieben. Insofern, aber sozusagen, ich bin auch mit der Formulierung einverstanden. Jetzt überlege ich, zu was von dem, was du da alles aufgemacht hast, ich noch was sagen will. Vielleicht die weiteren Punkte dann einfach in der Diskussion. Willst du noch was sagen? Ich will mich nur erklären in diesem Punkt, weil es gibt ja diese schöne Metapher, dass der Frosch nicht flieht, wenn er gekocht wird, indem man das Wasser ganz langsam erhitzt. Das stimmt biologisch, ne? Macht man die Flamme zu groß, hüpft er raus. Macht man sie etwas langsamer, wird er müde, schläft ein und nachher ist er gar und tot. Deswegen insistiere ich immer wieder auf diese Sachen wie, es ist eigentlich bis heute ein großes Staunen. Egal, dieses Gauck wird beinahe Bundespräsident. Gauck sagt Sachen, die sind turmhoch schärfer als Nolte in der Historikerdebatte. Der ist der Repräsentant des Gedankens, das Böse in der Geschichte war der Kommunismus. Der sagt unfassbare Sachen zum Nationalsozialismus und wird nominiert vom im öffentlichen Ansehen progressiveren Teil des parlamentarischen Geschehens. Ohne die Linke, ich weiß. Aber von Grün und SPD. Also der Rechtsaußen schlechthin, der Geschichtsrevisionist schlechthin wird zum Protagonisten des linken Lagers und die rechten CDUler sind erstaunt, dass sie jetzt den vergleichsweise milden Wolf wählen müssen aus Parteiräson, obwohl ihr Herz und sowas eigentlich an diesem Gauk hängt. Meine Behauptung geht in die Richtung davon. Dies eskaliert irgendwie. Sie finden keine Ruhe. Gras fährt nach Israel und muss dort verkünden, dass um die deutschen Opfer des Zweiten Weltkrieges in der Welt zu wenig getrauert wird, speziell in Israel. Das geht so durch. Das ist denn mal einer im Feuilleton der Süddeutschen sagt, war wohl ein Fettnäpfchen. Es ist nichts los und mein Bild von der Sache ist, dass die Regression, die deutsche Regression irgendwie ins Bodenlose geht. Und das, wenn ich nur eine Vorstellung habe, dass einige schwerwiegende ökonomische Turbulenzen uns bevorstehen, dann kommt in mir das ängstliche Bild hoch, die drehen durch. Das versuche ich. Ich will also nicht Dönikes und Beispiel und noch ein Bescheid wissen über eine Debatte, sondern ich stehe staunend davor, wie in der Historikerdebatte schienen die noch fast ein bisschen in der Minderheit zu sein. Ne? Und jetzt ist Gauck unfassbar. Es ist einfach unfassbar. Ich sage, hier sind so viele unter 25 oder unter 30, die können das Staunen gegenüber der Regression oder der Rechtsentwicklung vielleicht
nicht nachvollziehen und dann hört das so an, als wenn ich was vom Frühjahr erzählen möchte. Das meine ich nicht. Ich wollte sagen, Deutschland wird von Tag zu Tag niederträchtiger. Das ist die Botschaft. Vielleicht nochmal zwei kurze Nachfragen. Das eine, also weil da könnte man, Regression klingt ja so, wie da ist so wieder ein Rückfall. Wenn man aber sagt, bis 89 war das gedeckelt, einerseits durch Außen, wo ganz, also sozusagen ganz juristisch formal Souveränitätsbeschränkungen, die du auch genannt hast, und dann aber eben auch das, was man sagen konnte und was man nicht sagen konnte, wenn man sich irgendwie jetzt nicht ganz nach außen katapultieren wollte. Das hat sich ja mit 89 erledigt. Also ist es nicht fast, hat man sich zu viel versprochen, wenn man sich jetzt so wundert? Nur mal so ein bisschen die Gegenseite stark gemacht. Hat man da nicht vielleicht vor 89 viel mehr einen Lernprozess oder irgendwas unterstellt, ein Verstehen darüber, was da eigentlich passiert ist? Weil wenn man sagen würde, naja, das war halt vorher nur gedeckelt, jetzt kommt's raus, dann ist das sozusagen, ich weiß nicht, wie viel bürgerliche Selbstverständlichkeit und wie viel dann auch nochmal sozusagen die Wut darüber, bis 89 gedeckelt gewesen zu sein. Zweite Frage nochmal, weil du vorhin nochmal so stark gemacht hast, du hast es so formuliert, die zivilisatorischen Standards da auf ganz schön dünnem Eis gebaut sind. Mir scheint es so, als würde sich so ein Nützlichkeitsstandpunkt einfach nochmal härter durchsetzen. Also dass viel mehr Leute einsehen, ja stimmt, also das, was hier nicht irgendwie sich ordentlich an der am Nationalprodukt mitbeteiligt, davon wollen wir nichts wissen, das bekämpfen wir auch im Inland wie im Ausland. Ist das was du inhaltlich damit meinst? Wollt ihr noch was sagen? Wir würden uns langsam vielleicht übergehen, sodass das Publikum fragen. Da gab es gerade schon so ein paar Meldungen und ist die Frage, wollt ihr noch kurz irgendwie darauf? Sonst, ich weiß nicht, wer jetzt zuerst war. Da hinten sind auch noch welche. Wollt ihr vielleicht mal ein Mikrofon rübernehmen? Ich habe gleich mehrere Punkte, darf ich die vielleicht alle sofort nennen oder dauert das dann zu lange? Wie möchten Sie es gerne? Ja, ich meine also das mit der Nützlichkeit, das habe ich anders verstanden. Ich glaube nicht, dass das eine besonders rationale und an Nützlichkeitserwägungen orientierte Reaktionen sind, die wir zum Beispiel jetzt in der sogenannten Euro-Krise erleben. Wie Herr Ebermann das ja schon gesagt hat, wäre es eigentlich nützlich und vernünftig, Griechenland zu unterstützen und etwas von dem akkumulierten Reichtum sozusagen zur Stützung der Währung zurückzugeben. Das wäre wahrscheinlich rational und vernünftiger, aber die meisten Deutschen halten das eben nicht für opportun. Hier scheint, glaube ich, so was wie, wir sind stärker, wir brauchen nichts abzugeben, wir haben Recht, die anderen haben über ihre Verhältnisse verlebt, das sind Lumpen, die arbeiten nicht ordentlich und so weiter, die haben sich besser verdient. Also solche Identifikationsmomente eine Rolle zu spielen und nicht Nützlichkeitserwägung, rationale ökonomische Nützlichkeitserwägung. Aber ich habe zu dem Begriff der Nation noch ein ganz grundlegendes Bedenken und ich freue mich, dass Herr Ebermann in seinem zweiten Beitrag auch noch darauf eingegangen ist. Ich frage mich, ob das so ganz sinnvoll ist, von dem Begriff der Nation überhaupt zu reden, ob man nicht da einen grundsätzlichen Unterschied machen muss, etwa wenn man die Entstehung der Nation historisch betrachtet, zwischen dem bürgerlichen Nationalbegriff der französischen Revolutionäre, also die den Begriff der Nation als untrennbar mit der Republik verbunden, mit dem Begriff der Freiheit, der Solidarität, der Gleichheit, wobei natürlich Sie recht haben, historisch gesehen war Freiheit als Freiheit des bürgerlichen Individuums gedacht und damit mit dem Eigentum verknüpft. Aber ich glaube, den französischen Revolutionären insgesamt war nicht ganz klar, dass es sowas wie den Umschlag des Privateigentums in Kapital gibt, wie Marx das im Kapitalband 1 geschrieben hat, sondern ich glaube, dass man tatsächlich zu der Zeit noch der Überzeugung war, dass es sowas wie eine warenproduzierende, nicht kapitalistische Gesellschaft gibt. Also
wie Adam Smith sie beschreibt. Also dieser Begriff, dass also das Bürgertum selber, der Austausch selber ein Kapital hervorbringt, das sich sozusagen zum quasi automatischen Subjekt entwickelt und so eine kapitalistische Struktur hervorbringt, das ist glaube ich, eine historische Entwicklung gewesen, die in dem 18. Jahrhundert denen, die sich mit dem Begriff der Nation in der bürgerlichen Aufklärung nicht wirklich begriffen und bewusst war. Die Französische Republik war gedacht als eine Republik der Freien, Gleichen, in der alle gleiche Rechte haben, Mann und Frau, in der Völkerschaften aufgehoben sind, Stammesbeziehungen aufgehoben sind, Individuen miteinander, sich miteinander vermitteln, über Geld, Diskurse und so weiter. Die Antwort darauf war der deutsche Nationalbegriff. Nachdem die französischen Truppen in Deutschland einmarschiert waren, hat Fichte, um die französischen Truppen, um die Besatzung zurückschlagen zu können, Gegenkonzept der Nation entwickelt. Und dieses Gegenkonzept ist völkisch. Und in diesem Gegenkonzept werden alle Ideen der französischen Revolution als dekadent zersetzend, sozusagen das Urvolk. Fichte denkt ursprungsphilosophisch und sagt, dass es gibt sowas wie lebendige Zusammenhänge, die sich aus einem gemeinsamen Ursprung nähren. Er nennt solche Völker, die noch aus diesem gemeinsamen Ursprung lehren, Urvölker. Das germanische, deutsche Volk ist für ihn das Paradigma für das Urvolk schlechthin. Und die französische Revolution und überhaupt alle bürgerlichen Republiken seien die innere Zersetzung dieses urvölkischen Gedankens, dieses urvölkischen lebendigen Zusammenhangs, und das deutsche Volk sei im Unterschied zum französischen, das ein totes Volk sei und als totes Volk verjudet sei, eben ein organisches, aus dem Ursprung gewachsenes Volk, das Freiheit von Individuen gar nicht kenne, weil die Individuen von Anfang an nur Bestandteile des organischen Ganzen seien, sich aus dem gar nicht lösen könnten und so weiter und so weiter. Und da ist also der Ursprung eines gegenrevolutionären Nationalkonzepts zu suchen. Und dieses gegenrevolutionäre Nationalkonzept hat fortan die ganze deutsche Geschichte bestimmt. Ja, ideologisch ist der deutsche Nationalbegriff immer ein völkischer Nationalbegriff gewesen. Und ich glaube auch, dass er durch die bundesrepublikanische Fassung nicht wirklich verändert worden ist, dass das ein semantischer Überbau ist, dass eigentlich im Untergrund dieses Verständnis im deutschen Volk weiter wirkt, dominierend ist in der Gefühlswelt, in der Findung, in der Wahrnehmung von Gefühlen. Der Punkt und so weiter. Ist langsam klar geworden. Vielleicht ja, vermeiden hier Kurreferate zu halten. Das zweite, was ich gerne sage, und deshalb sollte man da doch eine sehr deutliche Unterscheidung machen. Und Kapitalismus ist dann auch nicht immer gleich Kapitalismus. Ich glaube, fand ich war sehr gut bei Ihnen, erst beides. Der Nationalsozialismus ist aus dem Kapitalismus, aus der Entwicklung des Kapitalismus, aber auch gleichzeitig aus der Entwicklung dieser besonderen Form von Kapitalismus, wie wir sie in Deutschland entwickelt vorliegen haben, mit diesem völkischen gebundenen Kapitalismus zusammen zu erklären. Dann zweitens, glaube ich, dass das nicht ganz richtig ist, dass das Verschwinden von Klassen, ich setze das in Anführungszeichen, nur mit dem Nationalismus in Zusammenhang zu bringen. Es gibt da doch auch wirkliche Entwicklungen im Kapitalismus selber. Ich erinnere an den Begriff der realen Unterordnung des Kapitals unter die Arbeit, also über das Marx schon spricht. Das bedeutet, dass im Zuge der kapitalistischen Entwicklung die Arbeiter, die sogenannte, der revolutionäre Kampf der Arbeiterklasse war ein Kampf um die Emanzipation der Arbeit aus dem Kapitalverhältnis oder auch, wie in der SPD, in der gewendeten SPD ab 1914, Kampf um die Integration der Arbeiterklasse ins Kapitalverhältnis und Teilhabe, nennt man das so, gerechte Teilhabe, an der Entwicklung. Und die Entwicklung über den Faschismus ist ja so verlaufen, dass die Arbeiterklasse heute in dem Sinne keine Klasse mehr ist, weil sie Bestandteil des Kapitalverhältnisses geworden ist, weil die meisten Arbeiter sich wirklich als
variables Kapital begreifen und mit ihrer Funktion als variables Kapital zu funktionieren identifizieren. Das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Ich glaube, es gibt auch noch andere Wortmeldungen. Das können Sie zum Beispiel an die Gewerkschaften genau verfolgen. Das wird jetzt zu weit mit den Co-Referaten. Vielleicht sollten wir einfach nochmal weitergehen. Sie wollten noch einen dritten Punkt, aber ich glaube, Sie hatten genug Zeit, um drei Punkte eventuell auszuführen. Mit dem zweiten Punkt, ich bin sofort fertig, mache ich ganz kurz. Da sind noch ganz viele Meldungen und ich würde dann bitten, das Mikrofon einmal weitergeben. Ich glaube, da ist eine ganze Menge klar geworden. Oder auch nicht. Ich hätte durchaus noch mehr zu sagen, deswegen nach der Ansage versuche ich es mal zu reduzieren. Das erste ist, ich glaube, die Besonderheit der deutschen Nation wurde nicht korrekt zurückgewiesen, weil die Besonderheit der deutschen Nation wurde dadurch dargestellt, dass die deutsche Nation eigentlich an sich immer noch zu pogromartigen Ausfällen neigen würde. So habe ich das auf jeden Fall beim Thomas verstanden. Und da fand ich es nicht falsch, was gesagt wurde, aber eine falsche Zurückweisung darauf, was eigentlich formuliert werden sollte. Und da würde ich sagen, wenn jemand hinkommt und sagt eigentlich, die deutsche Nation ist keine besondere, sowas mit, naja, dann hat man mal ein Volk abgemurkst, so, das haben doch auch die Türken getan, da kriegt man sofort mit, aus welcher Intention eigentlich das Argument gebracht wird. Gegen das hat man sich einzustenkern. Anders ist es aber so, wenn jemand so vorkommt und sagt, jetzt aus, ich kritisiere Nationalismus allgemein, und da würde ich sagen, ist die Besonderheit der deutschen Nation gar keine Besonderheit des Begriffes, sondern eine Besonderheit der Ausfüllung der Mythologie hinter dem Begriff, würde ich sagen, das stimmt. Also das kann man auch daran sehen, dass jedes Volk seine volksfremden Elemente kennt und dann auch, naja, da passiert es halt einmal in Osteuropa, dass dann halt Zigeuner durch die Straße, also Sinti und Roma durch die Straßen gejagt werden und denen Tod gewünscht wird. Da würde ich sagen, da ist nicht die Besonderheit drin zu finden, dass das zu Pogromen neigt, sondern da ist die Besonderheit darin zu finden, und da hat man dann eine historisch-begriffliche Sache am Start, wo ich sagen würde, das fügt der Kritik an Nationalismus nicht mehr allzu viel hinzu, auf wen sich dann der Hass des Volkes entlädt. Ne, dann sind es halt in einem Fall die Juden, und im anderen Fall sind Sinti und Roma, und im nächsten Fall sind es die Usbeken oder weiß ich nicht was. Da würde ich sagen, in dem Fall hat es eine historische Besonderheit, aber keine begriffliche. Erster Punkt. So, und jetzt nochmal, also weil ich mich kurz halten wollte zu dem, was gerade gesagt wurde. Ich finde es ein Hammer, was du gesagt hast jetzt hier vorne. Nämlich, weil du gesagt hast, naja, eine Nation kann doch auch positiven Inhalt haben. Die Franzosen haben dann halt gesagt, in ihrer blöden Revolution haben gesagt, Freiheit und Gleichheit wäre jetzt die Sache, die man machen sollte. Da muss man doch mal ernst nehmen, was Freiheit und Gleichheit ist. Da haben die keinen Begriff von gehabt, aber Freiheit und Gleichheit sind genau die Sachen, wie eine bürgerliche Gesellschaft funktioniert. Sind die Art und Weisen, wie du jeden Tag dazu gezwungen wirst, deinen scheiß Job an diesem scheiß System zu leisten. Nämlich als Freier, das heißt doppelt frei. Erstens frei von der Möglichkeit, dich zu reproduzieren. Ja, nee, offensichtlich nicht, wenn du einen also Begriff davon hättest. Also erstmal glaube ich, darum, bei den Fragen hier erstmal ans Podium zu und nicht untereinander noch loszulassen. Ja, okay, dann sage ich einfach, das ist ein Idealismus von Freiheit, Gleichheit und von Nationen, weil man sich unter Nationen durchaus noch einen positiven Bezugstitel für eine revolutionäre Bewegung vorstellt. Und das ist eine Sache, wo ich sagen würde, so ein Versuch, mit einem Nationalbewusstsein im Hintergrund eine vernünftige Revolution zu starten, die endet auf jeden Fall in einem blutigen Gemetzel, und da habe ich eigentlich nicht so viel für. Thomas kommt gleich wieder, also wenn es keine Fragen oder Anmerkungen für Thomas sind, könnten die jetzt vielleicht... Da hinten gibt es noch eine Meldung. Ja, hallo. Ich will den Rahmen jetzt nicht sprengen und eigentlich nur ganz kurz diese Zusammenkunft dazu nutzen, bitte einmal auf die sogenannten Kryptofaschisten aufmerksam zu machen, denen wir jeden Tag begegnen, und einfach dazu anhalten, und zwar jeden, der hier sitzt und scheinbar ja im
also Besitz der Vernunft ist, ein wenig nach draußen zu gehen und zu diskutieren wieder. Also diese Leute, die überhaupt gar keinen Input haben, die überhaupt also keine intellektuelle Grundlage haben und gar nicht wissen, wofür sie sind, halt ja, ganz kurz einfach mit diesen Leuten zu diskutieren. Und mehr wollte ich im Grunde genommen nicht sagen, denn man muss die Diskussion hier eben auch ein bisschen nach draußen tragen. Das ist notwendig, denke ich. Irgendwie, und so kann man halt eben diese Leute noch davor retten, sag ich einfach mal, dem Rassismus zu verfallen. Genau, und ja, das war's. Alles klar. Danke, danke. Noch weitere Fragen oder von? Eine noch. Also eine vielleicht noch, ja. Also ich möchte ja, also nochmal, also quasi einen anderen Zusammenhang, der im Podium auch schon erwähnt wurde, nochmal aufgreifen. Und zwar der zum Eigentum. Also ich meine, also bevor sich eben republikanisch oder völkische Nationalismen, Mythen staatsweise ausgebildet haben, das Eigentum heißt ja Eingrenzung und Ausgrenzung. Und es ist auch so, die meisten Menschen haben ja einen positiven Bezug zu diesem Institut, also zu diesem Recht, was ja nur deshalb gilt, weil es der Staat einrichtet. Und der Staat ist ja in dem Sinne, wurde ja auch gesagt, Eigentümer seiner Bevölkerung. Der gibt Pässe raus und so wurde ja erklärt von Ilka. Also wie gesagt, zwischen Eigentum und Staat. Und Eigentum gibt es natürlich auch nicht vor dem Staat, sondern nur durch den Staat. Natürlich gibt es auch vorkapitalistisches Eigentum auch. Dieser Zusammenhang, also es wurde ja in diesem Podium sehr schön geschildert von allen dreien, wie das mit dem Nationalismus so aussieht. Und auch also von Renate wurde nochmal gesagt, ja, diese Unterdrückung, also quasi die Gewalt, wird von dem Einzelnen als Chance begriffen. So eine Umwandlung findet da statt. Ja, aber das ist auch eine Beschreibung. Das ist ja in dem Sinne nicht eine theoretische Herleitung. Also irgendwo ist für mich da noch die Sache nicht geklärt. Und deswegen gebe ich das einfach die Frage nochmal zurück ans Publikum. Dann kommen wir vielleicht wieder zurück zum Podium. Ilka, willst du vielleicht anfangen? Die Nützlichkeit war der erste Stichpunkt. Zu der Nützlichkeit, das war, glaube ich, ein Missverständnis. Ich meinte jetzt nicht Nützlichkeit in einem vernünftigen Sinn, sondern durchaus schon als sozusagen im kapitalistisch-nationalstaatlichen Rahmen. Also, dass sich die Leute das Programm schon zu eigen gemacht haben und dann urteilen, für dieses Programm, wer ist dann noch nützlich? Und das sozusagen sowohl im Inneren als auch dann sowas in Bezug auf Griechenland, wo ich mir übrigens überhaupt nicht so sicher bin, ob das so klar und ausgemacht ist, dass das das Nützlichste für Deutschland in Europa ist, sozusagen die Griechen jetzt weiter zu unterstützen. Also wenn man das sozusagen sich immanent anguckt, dann kann man einerseits die Leute kritisieren, die genau von diesem Standpunkt aus sich den zu eigen machen, aber sozusagen wie das ökonomisch weitergeht, kann man ja überhaupt nicht, manches ist nicht vorhersehbar. Dann zum Punkt, nur ganz kurz am Rande, weil das Kapital ist ja doch schon häufiger dann hier aufgetaucht, also das, und wahrscheinlich spreche ich da auch für den Rest hier vorne, mit Arbeiter und Kapitalisten in den Klassen ist nicht unbedingt gemeint, wie sich die Leute selber verstehen, sondern erstmal ihre objektive Stellung, das ganz einfach zu daran zu erkennen, ob Leute Lohnarbeiten müssen, dann sind sie objektiv erstmal Arbeiter, egal was sie selber davon denken, oder sie brauchen das nicht und wenden ihr Kapital an, okay, dann müssen sie eventuell nochmal korrigieren, ich hatte das so verstanden, wollte nochmal sagen, prima, aber dann ist das wenigstens nochmal klar geworden. Ja, mit der Nation würde ich auch zurückweisen, dass es da überhaupt einen guten Gedanken drin geben kann, in irgendwie sowas wie Nationalem. Also jetzt kann man natürlich erstmal sagen, wir haben relativ viel über den kapitalistischen Inhalt geredet und dann, was sozusagen, wie sich Leute, die sich dieses Staatsprogramm zu eigen machen und was sie sich dann noch für nationale Gedanken und Gefühle dazu packen, was das alles für
okay, das hatte ich anders verstanden, aber da das eine ganz verbreitete Position ist, kann ich ja auch die nochmal ansprechen, ohne dass ich jetzt sage, dass Sie das unbedingt gemacht haben müssen. Sie haben das offensichtlich nicht gemacht, wenn Sie das jetzt gerade nochmal sagen. Ich habe das anders verstanden, aber macht ja nichts. Okay, also es gibt jetzt diese zwei Positionen. Ist doch okay. Ich argumentiere jetzt einfach erstmal gegen diese Position, die es ja auch gibt. Also erstmal gegen dieses Gut und Schlecht. Das eine mag einem ein bisschen sympathischer sein, wenn man dann da drin sitzt und da landet. Und zumindest sozusagen von so einer ganz praktischen Seite gibt es ja Gründe, warum die meisten Leute jetzt nicht ihre Sachen packen und woanders hingehen. Das ist aber was ganz anderes als ein politisches Urteil darüber, ist das jetzt eine bessere oder eine schlechtere Angelegenheit und sich da wieder in die Widersprüche von, was ist das kleinere Übel, zu verstricken. Kann man, meine ich, auch an der Französischen Revolution schon festmachen, in welcher Weise da Leute, auch wenn das nicht von allen natürlich so intendiert war, als Konkurrenzsubjekte gesetzt wurden. Und da gab es ja auch schon eine mindestens sehr interessierte Klasse, die gesagt hat, die ökonomische Macht, die wir haben, die wollen wir jetzt auch zu unserer politischen machen. Und dafür gehen wir im Bündnis mit den Arbeitern ein. Das ist auf jeden Fall auch nicht schön, stimmt. Dann nochmal zu dem Punkt, der konkrete Inhalt in den verschiedenen nationalen Vorstellungen, der sei doch das Besondere, wo ich wieder eher so ein bisschen rausgehört habe, jede Nation hat halt so ihren besonderen Inhalt, wie sie sich das Nationale dann ausmalt mit Mythen und Geschichte und so weiter und so fort. Das füge der Kritik nichts hinzu, halte ich für falsch. Ich kann mir einen Begriff von der Nation machen, aber dann muss ich doch immer die Frage beantworten, ja, wie sieht das denn für die einzelnen Nationen aus? Wie ist denn da, sozusagen, wie ist denn der konkrete Inhalt jeder einzelnen Nation? Und also auch im Bilden des Begriffs der Nation schaut man sich doch das empirische Material an. Davon geht man doch aus, um überhaupt zur Begriffsbildung kommen zu können. Das kann man ja nicht in Absehung von all dem machen. Man kann, vernünftig macht man es nur, wenn man es tatsächlich auf den Begriff bringt. Aber das geht ja nicht ohne Material. Und insofern, finde ich, ist die Geschichte da mit drin. Wenn du sagst, ja okay, die ist dann eh schon mit drin, dann fügst du am Ende nicht mal nochmal was hinzu, dann okay, wenn du was anderes meinst, haben wir einen Dissens. Ja, vielleicht erstmal so weit. Ich wollte noch mal was Allgemeines beisteuern zu diesem Gedanken der Nation und den Unterschieden jetzt, die verschiedenen Nationen in ihrer Darstellung, in ihrer Konstruktion von Nationen da reinlegen. Egal, was sie für Unterschiede machen. Eins ist auch da auf der Ebene der Ideologie, der Begründung, jetzt nicht dessen, was die Nationen als praktisches Programm machen, sondern auf der Ebene, wie sie das selber wieder darstellen. Auf dieser Ebene ist da gemeinsam an der Vorstellung von Nation. Nation ist nämlich auf alle Fälle nie ein Zusammenhang, in dem man sozusagen freiwillig eintreten kann, den man nach seinem eigenen Gusto, nach seinen eigenen Interessen für gut oder für schlecht für sich befindet, den man wählen kann und dessen Inhalt man bestimmen kann. All das sind Punkte, die sind bei Nation sozusagen auf alle Fälle vorgegeben. Nation ist von dem, wen sie umfasst, her praktisch betrachtet denjenigen, den der Staat zu seinem Volk zählt, den er so den Pass in die Hand drückt und von dem er sagt, du bist meiner. Umgekehrt sind eben alle anderen, dürfen gar nicht Angehörige dieser Nation sein, es sei denn, der Staat kennt wieder aus eigenen Berechnungen, ökonomischen und politischen Berechnungen, Gastarbeiter, Asylrecht. Kennt er irgendwelche Momente, warum er die Leute, die erstmal nicht zu seiner Nation gehören, sondern Angehörige eines anderen Staates sind, zu sich reinlässt? Also in dem Sinn ist die Zugehörigkeit zur Nation gerade nicht dem Einzelnen überlassen, sondern immer Staatswerk. Das Zweite, das, was der Inhalt der Nation ist, ist nie und nimmer das,
dass die Leute sich vernünftig nach ihren eigenen Interessen zusammensetzen und darüber entscheiden. Ja, das wollen wir alles nicht. Nation ist natürlich die Ausgestaltung der Staatsräson, die politisch festgelegt wird. Und die Angehörigen der Nation, die haben sich danach zu richten und haben das zu vollführen, was die Politik an dieser Stelle vorgibt. Wenn in Afghanistan Krieg ist und die Deutschen wollen da mitmachen, dann wird doch nicht der Einzelne quasi zur Entscheidung aufgefordert, wie findest du denn das? Erstens wird er möglicherweise eingezogen, zweitens wird das ganze Volk dafür haftbar gemacht mit seinen Steuergeldern und drittens wird zur ideologischen Unterstützung aufgefordert. Das ist erstmal das Verhältnis zwischen, das ist die im Moment gültige Raison dieser Nation und dem, was die Leute dazu beizutragen haben. Sie können sich einen Reim auf diese Verhältnisse machen, aber sie entscheiden sie doch nicht. Und das Dritte ist, deswegen hat auch Nation in der Zusammenfassung, in der Ideologie, ja, wem gehört man an, was ist denn so eine Nation, notwendigerweise richtig ein Moment davon, es ist Schicksal. Nation, das ist nicht was Planvolles, was Abgesprochenes, was von den Leuten ins Werk gesetzt ist. Nein, das ist immer die Vorstellung eines irgendwie von vornherein gegebenen Zusammenhangs, einer gewissermaßen programmatischen Dunsthaftigkeit, eines Schicksalsgedankens. Und deswegen ist es auch überhaupt kein Wunder, dass sich der in bestimmten Fällen als völkischer Gedanke austobt. Weil das ist die Übertragung dieses Gedankens in die Biologie. Und was Schicksalhafteres als die Biologie, die Natur, kann es ja gar nicht geben. Das ist der Grund für diese speziellen jetzt Deutschen und dann auch in ihrer Ausgrenzung speziellen Ausformungen von Nationen. Also auch die, wollte ich jetzt nochmal betonen, sind in dem Sinn Folgerungen, sind Weiterungen des Gedankens, der bei Nationen überhaupt gedacht wird und den alle Nationen für sich als wertvoll, ja so muss es laufen. Das Gegenteil von Freiwilligkeit, das Gegenteil von Berechnung, das Gegenteil von Vernunft. Und an der Stelle könnte ich ja mal umgekehrt sagen, das ist alles das Gegenteil, also diese Sorte Gemeinschaft, Nation als Gemeinschaft gedacht, ist alles das Gegenteil von Kommunismus. Da würde man nämlich sagen, ja das Programm dieser Gemeinschaft, Kommunismus heißt ja übrigens Gemeinschaft, ne, ist eben das, da setzen sich die Leute zusammen und überlegen, was sie eigentlich von diesem Laden haben wollen in Zukunft. Sie sind freiwillig dabei und es ist ihr Ding, das zu machen. Und diese ganze blöde Gemeinschaft hat auch überhaupt keine höhere Aufgabe als die, dass sie das ist halt, was die Leute von ihr wollen. Ja? Also das mal einfach so vielleicht als Denkanstoß entgegengesetzt. Nation ist die Gemeinschaft, die von allen, die ihr angehören, eben Opfer für sich verlangt. Mach das. Also ich würde sagen jetzt noch kurz und vielleicht wolltest du noch was irgendwie zu sagen, weil du ja auch gerade und dann vielleicht noch ganz kurz eine Runde aus dem Publikum. Das ist schon sehr verlockend, wenn man hier so sein Mikro hat, was man sich selbst ergreifen kann. Ganz kurz zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast. Du hast gesagt, wenn ich richtig verstanden habe, es gibt doch einen Grund in der Sache, dass gerade Nation, was immer so als was Schicksalhaftes begriffen wird, dass man dann da auch im völkischen Gedanken kommen kann. So rum Grund, ja, wenn man sagt, darin liegt der Grund, dann ist es ja zu viel, weil du hast ja tatsächlich Nationen, wo das nicht besonders verbreitet ist. Und insofern, vielleicht kommen wir da nochmal an diese Krux mit der Geschichte ran. Ist nicht so, dass man sich dann doch die Frage stellen kann, ja, warum ist es denn in einzelnen Nationen dieses völkische Denken viel verbreiteter gewesen oder ist, als in anderen und man dann vielleicht auch, also so in Deutschland halt feststellen kann, naja, da hat es halt wirklich nicht dieses politische, bürgerliche
Umwälzung gegeben Richtung Staat. Und gerade deswegen ist dieses Angebot, das nationale Schicksal völkisch zu begreifen, gerade in Deutschland so verlockend. Also man, natürlich kann man für Deutschland feststellen, da ist die deutsche Nation ist hier als Werk eines Staats auf die Welt gekommen. Eben Preußen, der Deutschland in dem Sinn zwangsvereinigt hat, der das per Krieg durchgesetzt hat und das war dann gleichbedeutend mit der Einführung von Kapitalismus, also Eigentum und so weiter, jetzt mal in quasi systematischer, vom Staat eben geförderter und allseits betreuter Form. Und da ist, natürlich ist es auf der Ebene der Ideologie allemal ein Unterschied, auf welche Art und Weise so eine Nation gegründet wird. Natürlich. Und es ist jetzt nur die Frage, also da sehe ich immer das Problem, will man jetzt wirklich aus dieser Ideologie ableiten, was diese Staaten dann jeweils für ein erstens von mir aus imperialistisches und zweitens für ein Programm nach innen, rassistisches Programm nach innen aufgelegt haben. Und da würde ich jetzt nur mal ganz kurz, als geht ja jetzt nicht anders, als Anregung für die Betrachtung des Nationalsozialismus sagen, ja, da ist doch nicht einfach eine Ideologie durchgedreht oder von mir aus ist auch eine Ideologie durchgedreht, aber an welchem Punkt denn eigentlich? Ja, an dem Punkt, dass es für einen Staat das Allerwichtigste ist, dass er seine Durchsetzungsfähigkeit, sein Aufräumen mit allen Feinden als die Lebensbedingung allen nationalen Erfolgs hinkriegt. Und die Bürger haben eben dieses Lebensbedingung allen nationalen Erfolgs, wie ich es mal vorhin versucht habe darzulegen, als auch ihre Lebensbedingungen geteilt. Aber dieser Punkt, Durchsetzung des Staats gegen, ja jetzt was, gegen Feinde, die im Innern tatsächlich vorhanden waren. Das war die Idee des notwendigen Rassismus gegenüber den Juden. Ein staatenloses Volk. Ja, was Schlimmeres konnte es vom Standpunkt von Staatsfanatikern doch gar nicht geben. Aber deswegen meine ich, dass da in dem Sinn der Staat seine Durchsetzung, sein kompromissloser Erfolg gegen alles, was ihm in die Quere kommt, dass das da der Dreh- und Angelpunkt des Denkens ist. Vielleicht willst du noch was dazu sagen, Thomas. Du wurdest ja gerade auch direkt angesprochen aus dem Publikum. Ja, jetzt geht das doch auf die Gleichmacherschaft und alle Katzen sind nachts Grauschiene. Ne? Also das ist schon signifikant falsch, weil ich fand das, ich werde es jetzt nicht ausführen können, aber dein additives Aufzählen, das an verschiedenen Ecken der Welt oder Europas nun mal die Juden, mal die Roma und Sinti und mal die Usbeken, die Angegriffenen sein sollen, erscheint mir wie gar nichts wissen. Das erscheint mir so trivial wie, ja, die Staaten brauchen Sündenböcke. Warum aber spezifische dem Vernichtungswahn ausgesetzt, andere der Diskriminierung und Unterdrückung, andere die Chance durch Unterwerfung haben. Also das in der Aneinanderreihung von Juden, Roma und Sinti, Usbeken, die Welt ist schlecht, was suchst du denn? Halte ich für verantwortungslos. Zweitens, Staaten haben den Anspruch, die Nationalökonomie so zu organisieren, dass sie erfolgreich sind. Man kann den Nationalsozialismus, und das macht sein Wahnhaftes aus, und das macht die Kompliziertheit der Kategorie Wahn gegenüber der Kategorie Interesse aus. Man kann in Maßnahmen des nationalsozialistischen Staates dieses Interesse eben weder entdecken noch entschlüsseln.
Feinde niederzumachen, eine Diktatur zu errichten, weil ein Kommunisten gefährlich erscheinen oder Gewerkschaften zu machtvoll. Das ist sozusagen ein sich häufendes Moment in der Weltgeschichte der letzten 150 Jahre. Auf die Idee zu kommen, dass welche, die ja in der überragenden Mehrzahl loyale Staatsbürger sind, Träger des Unglücks und der Verschwörung, Träger der Verschwörung der Protokolle der Weisen von Zion sein sollen, also gerade kein Untervolk, das man drangsalieren muss, sondern latent überlegen, wenn man nicht aufpasst und sie ausrottet, und darauf basierend eine Fülle von Maßnahmen zu ergreifen, die mit der ökonomischen Rationalität und der Rationalität des Krieges nichts zu tun hat, und die Öfen in Auschwitz bis zum Schluss brennen zu lassen, aufgehen zu lassen in der Formel, mal ist der Nationalismus etwas zugespitzter, auf die Spitze getrieben, im Nationalsozialismus mal weniger, halte ich für ebenso unverantwortlich. Ich kann das jetzt nicht entwickeln, sondern das ist einfach, jetzt sind wir an der Kante, dass alles egal wird. Das den graduellen Unterschied zwischen der sogenannten Willensgemeinschaft, also dem historischen Wort zum Verfassungspatriotismus, und der Schicksalsgemeinschaft, wie sie zum Beispiel so ein Chefideologe wie Bundesrichter Böckenförde verficht, ist schon ein sehr relevanter. Denn die Schicksalsgemeinschaft legt nahe, dass man ihr nicht entrinnen kann, dass man ihr biologisch Gefangener ist, dass man gegen alle Anstrengungen des Kopfes doch das Blut dicker ist, wie man so sagt, während die französische Tradition oder meinetwegen auch die angelsächsische Tradition der Willensgemeinschaft legt den trügerischen Gedanken nahe, dass diese Nation ebenso alt sei. Damals, als Kohl und Mitterrand sich trafen, war eine der witzigsten Ereignisse für einen denkenden Menschen, dass sie sich wechselseitig bescheinigten, dass Deutschland und Frankreich seit über 1000 Jahren verfeindet gewesen sei, also in einer Zeit, wo gar kein Mensch wusste, dass er Deutscher und Franzose sei. Darin sind sie sich natürlich einig, die Nation alt zu machen, ewig, und der Übergang von ewig zu natürlich ist natürlich ein sehr viel leichterer. Aber der Gedanke,